auf dem Dorfplatz, auf dem Dorfplatz Waldengrüns, dem eigentlich friedlichsten und verschlafensten Dörfchen einer schon nicht besonders aufregenden Region, ist tatsächlich geschehen, was niemand für möglich gehalten hätte und am allerwenigsten der Grafensohn. Es ist eine kleine, aber feine Rebellion ausgebrochen unter den Bewohnern und sogar den Wachen Waldengrüns, die sich dem Priester Kauland und seinen anmaßenden Forderungen, die er hinter Glauben versteckt, nicht beugen wollten, ne? Die den Mord einer so beliebten Fischerstochter wie Anja nicht einfach hinnehmen wollten. Und so kämpfen sie gegen aktuell die vier Ritter, die sich die Musketiere nennen, mit ihren animalischen Rittermasken. Und ihr hingegen habt jemanden konfrontiert, der schon in der Masse nach euch gesucht hat. Ihr habt Eckhold Spartendampf, den stärksten Ritter des Landes, konfrontiert. Ein paar Kinder und eine Diebin aus Irrebedoll. Eine definitiv kuriose Mischung, die ein spannendes Match verspricht. Er hat euch konfrontiert und trotz eurer Bemühungen, ihn in irgendeine Art von Konversation, ihn in irgendeine Art von Vernunft hineinzubringen, kann er nicht umhin, seiner Loyalität treu zu bleiben, dem Grafensohn loyal zu bleiben. Und so müsst ihr ihn überwinden, um zu zeigen, dass ihr zu allem bereit seid. Ein riesiges Lagerfeuer findet auf dem Platz nur wenige Meter von euch entfernt statt und legt die Bühne für eine dramatische Auseinandersetzung, die lange Folgen nach sich ziehen wird. Es hat mittlerweile aufgehört zu regnen und zu stürmen, aber es ist finsterste Nacht, also es ist jetzt wirklich später Abend. Das Bürgerhaus ist direkt hinter euch. Die Masse an Bewohnern, also der Kampf, der Tumult, der findet ein bisschen südwestlich vom Platz statt. Na, die vier Ritter drängen sie noch auseinander. Und ihr steht tatsächlich direkt zwischen Feuer und Bürgerhaus. Mit Eckhold Schwartendampf, der sich euch mit seinem Langschwert entgegengestellt hat. So. Das erste, was jetzt passiert, ihr vier, die ihr, ihr drei und Ornia und Frederika, die ihr vor Eckhold Schwartendampf steht, sieht er, wie die vier Ritter allergrößte Probleme haben, diese Masse zu halten. Ne? Das sind vier starke Ritter, aber na, das sind einfach 100, 150 Leute, die da sich jetzt auf diesen Platz drängen. Und die 20 Ritter hinter ihm, die wollte er ohnehin aus dem Duell raushalten. Insofern ist er es, der jetzt eine Handgeste an seine 20 Ritter gibt. Los, unterstützt die Musketiere! Diese Menschen müssen zurückgehalten werden. Ein solches Beispiel darf keine Schule machen in Krierwald. Sire! Und die Ritter stürmen links und rechts an euch vorbei, an diesem Feuer vorbei und werfen sich auf die Masse. Die 20 Ritter. Jetzt gibt es nur noch Eckhold Schwartendampf und euch vor dem Gebäude. Er hält sein Schwert so hoch, hat kein Schild, hat nur seine Lederrüstung und seinen Helm, der unten ist. Seid ihr bereit? Friedrich zieht seinen kleinen Degen und hält ihn in Richtung Eckhold und sagt: Bereit war ich schon immer. Oder so. Das ist oder so beeindruckt. Gehört dazu, ja. Das oder so. Sehr schön, das ist crucial. Möchte sonst noch jemand was sagen? Es muss nicht so enden. Wir können es auch normal klären. Ich war doch ganz schön. Ich brauche eine Weile. Es muss okay. Nicht so enden, kriegt ein Lachflash. Ja. Okay. Nein, es... Soll ich? Also, ja, soll ich erstmal, oder? Ja, mach du ruhig. Ja, okay. Ja. Ja, also ich heb mein Schild, zieh meine Axt und sag im Prinzip einfach, bring das hinter uns. Okay, dann nehme ich mal davon aus, dass ihr zwei zuerst gesagt habt, dann guckt Feral so zu euch und dann, okay. Er geht erstmal einen Schritt zurück. Nimmt er den Bogen und spannt ihn. Ja. Allerdings, wenn ich mir euren Kampfesmut so ansehe, sollten wir Ausgleich schaffen, meint ihr nicht auch? Musketiere, zu mir! Vier Ritter stellen sich jetzt an seine Seite. Rechts von ihm ein Hunderitter und ein Katzenritter, links von ihm ein Hahnritter und ein Eselsritter. Die sind bedeutend kleiner als er. Der Eselsritter hat einen Hammer in der Hand. Das ist also so ein Hammer, der geformt ist wie ein Huf. Der Hahnenritter
hat zwei lange, dünne Dolche. Der Katzenritter hat Krallenhandschuhe. Der Hunderitter hat einen Morgenstern. Und Eckhold hat ein Langschwert. Ornia holt ihre Krallen raus und knurrt fast. Also sie hat wirklich die Zähne aufeinander gepresst und ihr merkt, wie jetzt wieder eine Wut in ihr hochspült, die ihr fast schon vergessen hattet. Ne? Das ist jetzt so schnell wieder untergegangen, als sie sich entschlossen hatte, mit Friedrich in die Stadt zu ziehen. Aber diese Wut kocht gerade wieder in ihr hoch. Ihre grünen Augen leuchten im Schein des Lagerfeuers, als sie ihre neuen schwarzen Krallenhandschuhe gezückt hat. Ich möchte wissen, wer von euch Mirella auf dem Gewissen hat. Wer von euch Christoph auf dem Gewissen hat. Meine Familie! Ich bin bereit, jeden einzelnen von euch aufzuschlitzen! Sie zückt sie breitet ihre Arme aus und guckt noch ein letztes Mal in eure Runde. Ob auch ihr euch bereit fühlt, jetzt anzufangen. Ferald ist etwas zögernd. Er hat zwar den Bogen gezogen, auch bereit, aber ist noch etwas zögernd und würde am liebsten diesen Kampf vermeiden, allerdings sich dem anschließen, wenn es denn dann nicht anders geht. Gut. Ornia wendet sich euch über die Schulter zu. Ich schnappe mir die Katze. Was ist euer Plan? Wir müssen seine vier kleinen Helferlinge ausschalten, bevor wir uns wirklich um ihn kümmern können. Friedrich dreht sich zu der Gruppe. Ich bin zwar nicht so stark im Kämpfen, aber da ich sehr flink bin, Eselsritter, einen schweren Hammer hat, könnte ich ihm wahrscheinlich gut ausweichen. Deswegen würde ich gerne gegen den Esel kämpfen. Hermann? Sieh mal leiser. Also ich drehe mich dann auch zu der Gruppe. Ich sage, ich denke, ich sollte Eckhold beschäftigen. Und ihr versucht mit Frederica zusammen die Musketiere auszuschalten und helft mir dann halt, wenn ihr fertig damit seid. Ferald? Ich hab Frederica ganz vergessen. Ich dachte so, wie sollen wir das halten, wie sollen wir das schaffen? Okay, was waren nochmal die restlichen Musketiere mit den Waffen? Ornia kümmert sich um die Katze mit den Krallen. Mhm. Der Hund hat einen Morgenstern, der ist noch nicht beschäftigt und der Hahn hat zwei lange Dolche. Die sind noch nicht geclaimed. Dann würde ich mich mit dem Hund beschäftigen. Oder ja, wahrscheinlich wegen dem Morgenstern, ja. Okay, gut. Ornia stürmt los und kratzt der Katze über die Rüstung und zwar so hart, dass die Katze zurückstößt. Damit provoziert sie und zieht sie nach Westen weg von euch. Da. Hier. So, hier findet die Katze statt. Ferald, du wolltest den Hund konfrontieren, ne? Genau. Wie möchtest du das angehen? Versuchen, auf Rücktritt zu gehen, dass ich zurücklaufen kann, mit dem Bogen halt schießen kann und so lange den Fernkampf halten kann, wie möglich ist. Auch schauen, ob ich irgendwo... Okay, ich platziere euch mal, ich sag mal, du läufst ein bisschen östlich vom Rathaus, ja, dass euer Kampf so ein bisschen östlich stattfindet. So. Hermann stürzt sich frontal auf Eckhold, so wie ich das richtig verstanden habe, mit, Friedrich wollte sich den... Ich wollte mit dem, wollte sich den Esel schnappen. Esel kämpfen, ja. Ich mach das mal ein bisschen südlich, du ziehst dich ein bisschen südlich zurück. Und Osrin würde sich eher bei Ferald halten. Genau. Was macht ihr mit Frederica? Frederica braucht eine klare Anweisung. Ich würde sagen, Frederica, beschäftigt sowohl... Ich würde schon sagen, sie sollte den Hahn beschäftigen. Aber. Müsst ihr euch jetzt entscheiden, die kommen nämlich auch langsam auf euch zu. Ja, Frederica, wir müssen diese Leute ausschalten. Möglichst, wenn nicht. Also, wenn möglich, nicht töten, aber wir müssen sie ausschalten, um zu Fjolna zu kommen. Wenn wir Fjolna haben, können wir sofort gegen Krierwald gehen. Leichtigkeit. Soll ich das alleine machen? Wir helfen dir. Na schön. Dann schnapp ich mir den Hahn. Okay.
ohne dass Feuer aus ihren Füßen kommt, schießt sie los. Also offensichtlich ist sie jetzt viel schneller und stürzt sich von oben auf den Hahn. So, was jetzt als erstes passiert, ist, dass Eckhold Schwartendampf einen Move bekommt. Er merkt, dass Hermann sich ihm entgegenstellt. Und Hermann, wie machst du das? Was ist deine Position? Was ist deine Pose? Also erstmal will ich ihm zeigen, dass ich ihn auswähle. Ne? Also Ja, ihr steht euch gegenüber. Ich lege mein Schild zur Seite und heb halt meine Axt auf ihn, damit er halt weiß, so, dass wir beide Vorlieb miteinander nehmen. Ja. Und dann werde ich mein Schild halt so ein bisschen nach oben halten, weil ich halt weiß, wenn er sein Schwert so hält, dann muss ich halt mein Gesicht schützen. Ja. So. Gut. Und gehe dann halt langsam auf ihn zu mit meiner Axt. Mit einer Bewegung, die so schnell ist, dass du sie einem Mann seiner Statur nicht zugetraut hättest, schießt er nach vorne und versucht das Schwert mitten durch dein Schild zu bohren. Wurf. Mach bitte einen Abwehr-Ausweich-Irgendwas-Wurf. Nicht geschafft. Okay. Du schaffst es, den Schild so ein bisschen von ihm wegzudrehen, sodass sein Schwert nur ein kleines Stück deines Schildes streift. Zieh deinem Schild bitte ein HP ab. Ja. Er steht jetzt links neben dir und ist für einen Moment, sagen wir, schutzlos, ne? Weil du stehst jetzt so ein bisschen unter seinen Armen. Was möchtest du tun? Möchtest du kontern? Ja, ich will versuchen, ihm von der Seite in den Rücken zu schlagen mit der Axt. Dann mal los. 40 geschafft. Er versucht dir auszuweichen, aber du bist schneller, weil du kleiner und flink bist und triffst ihn. Also mit der Klinge? Mit der Klinge, ja. Okay. Deine Axt trifft ihn und trinkt ein bisschen in das Leder ein, aber das ist eine sehr dicke Lederrüstung. Er grunzt ein bisschen. Und haut dich dann mit dem Ellenbogen aber weg. Also die Axt hängt da, deine Hände sind noch dran, aber er haut dich mit dem Ellenbogen weg. Mach mal bitte einen Abwehrwurf. Er kriegt dafür auch einen Wurf. 5 geschafft. Okay. Du schaffst es, deinen anderen Arm hochzureißen, aber du wirst von der Wucht seiner Kraft, wirst du über den halben Platz geworfen. Also du landest auf dem Boden, ne? Du darfst dir, weil du den Wurf geschafft hast, einen W10 Schaden auswürfen, beziehungsweise ich würfle das für dich aus. Ja. Ein Schaden. Ach, Glück gehabt. Scheiße. So. Also für außerdem, mich ein Schaden oder für ihn? Für dich. Für mich. Ach so, oh, okay, ich hab's falsch verstanden. Genau, das war nur. Und deine Axt kriegt. Wie war's? 4 W10. Ich hab schon 24. Schreibe ich mir immer auf. So. Alles klar. Frederika stürzt sich von oben auf den Hahnenritter, der sofort merkt, dass sie es auf ihn abgesehen hat. Und euer aller Augen richten sich auf diese beiden, denn ihre Augen leuchten rot-blau, ne? Ihre ganze Aura, ne? Also sie umgibt so ein leichter Nebel, der mittlerweile blau-rot ist und die ganze Zeit flackert. Also sie wirkt wirklich bedrohlich. Das ist ihr Bogen. Sie hovert quasi über ihm schräg. Na, er hat so seine Dolche nach oben gerichtet. Wartet ab, was sie tut. Und was sie tut, ist, dass sie ihn mit einem Zynismus anguckt, also wirklich mit einem genervten Blick. Dann öffnet sich ihre linke Hand, also ihre linke Hand zieht sich von ihrem Arm zurück, da kommt ein schwarzes Loch empor und eine reißende Flamme schießt aus ihrem linken Arm hervor, also wirklich eine riesige Flamme kommt auf ihn herunter. Und das muss ich einmal auswürfeln. Die Flamme ist nicht so schnell und der Hahn, der weicht mit einer Rutschbewegung, rutscht er quasi über den Sand dieses Platzes und rutscht quasi wie ein Eiskunstläufer um diese Flamme aus, die auf den Boden trifft und sich in alle Richtungen verteilt. Ihr seid überrascht, jeder von euch ist überrascht und der Hahn sah so aus, als war er darauf vorbereitet. Der wusste genau, was da auf ihn zukommt und wie er ausweichen muss. Er wirft ein Dolch in Frederikas Richtung. Frederika versucht auszuweichen, aber dieser Dolch trifft sie an der Wange. Das heißt, sie versucht so wegzuschwimmen und dieser Dolch kratzt ihr so weiße Haut vom Gesicht. Darunter ist schwarzes Eisen. Der kratzt ihr Haut vom Gesicht. Und das gibt 2 W10, wenn ich mich recht entsinne.
ihr 17 Schaden. So. Friedrich, du hast den Hund konfrontiert. Ja. Du hast ihn ein bisschen weggelockt vom Dorfplatz. Der Hund ist ein ziemlich... Nee, ich hab den Esel. Den Esel mit seinem Huf, mit seinem Hufeisen. Du hast ihn ein bisschen weggelockt und das ist ein ziemlich großer Typ mit breiten Schultern. Nicht Eckhold Schwartendampf groß, aber das ist schon ein Hühner. Und der macht sehr schwere, langsame Schritte und bei jedem Schritt klappert sein ganzes Eisen, weil er eine sehr schwere Rüstung trägt. Und sein Hufhammer, der schwingt in seiner Hand. Komm schon, Junge. Köpfe wie deine, die knack ich wie frische Eier an einem Sonntagmorgen. Also es ist offensichtlich nicht der König der Rhetorik, aber er hört sich gerne reden. Was tust du? Er kommt mit schweren Schritten auf dich zu. Friedrich will sich nicht provozieren lassen, hält sein Degen confident in der Hand und er wartet auf die Aktion des Ritters. Also er will nichts überstürzen, er will nicht sich in den Kampf stürzen, sondern er wartet einfach geduldig, bis der Musketier... Ja, sich mit den vier Musketieren und Eckhold Schwartendampf anzulegen. Mumm habt ihr oder seid einfach vielleicht auch nur sehr, sehr dumm. Er stürzt sich quasi von vorne, von oben auf dich mit diesem Hammer. Der ist gerade auf Höhe deines Gesichtes. Ja, ich möchte ausweichen mit so einer schnellen Bewegung nach links. Ist das Darkest Dungeon Musik? Ja. 5 geschafft. Sein Hammer landet vor dir im Dreck und bleibt so leicht stecken. Ach, flinke kleine Ratte, was? Was tust du? Ich möchte mit dem Degen, möchte ich ihm so einen kleinen Stichhieb in die Seite geben. Also mit so beiden Händen so. Weil ich ja jetzt ungefähr links von ihm stehe. Wirf mal ein W100 auf keinen Skill, wirf mal ein W100. Okay. Um, 47. Okay, also seine Rüstung ist schwer, aber er hat in der Hüfte hat er ein paar Leerstellen, wo Stoff zu sehen ist. Da könntest du reinzielen. Dann würfle mal drauf, bitte. Dann tue ich das. Dann würfel ich auf Klingenwaffen. Ja. Er hat auch einen Abwehrwurf gemacht. 33 geschafft. Er schafft es, den Hammer hochzureißen und deine Klinge abzublocken. Ihr steht da jetzt so, es funkt kurz, ihr steht euch gegenüber und er drückt nach. Da er ziemlich viel größer ist als du, müsstest du, wenn du das abwehren willst, um 30 erschwert einen Wurf schaffen auf einen entsprechenden Skill. Ich lass ihn einmal würfeln. Ja, hab ich. Kann ich ausweichen? Oder muss ich abwehren? Wenn du ausweichen willst, dann... Ja, also dann ist es um 40 erschwert, wenn du ausweichen willst. Ich habe nämlich keinen wirklichen Skill zum Abwehren. Außer halt... Allgemeinwert dann. Allgemeinwert, aber mein Ausweichwert ist summiert schon besser, auch wenn es um... Dann um 40 erschwert. Um 40 erschwert ist, ja. It's gonna be tough. Eine 2, okay. Puh. Wow. Alter Schwede. Krass. Du rutschst unter ihm weg und nimmst dein Dolch und machst, während du rutschst, verpasst ihm 2 Stiche in die Seite. Und stehst jetzt quasi hinter ihm. Na gut, er dreht sich wieder zu dir. Schluss mit den Spielchen. Keine Katz- und Maus-Spiele mehr. Los geht's. Eselpower! Er ruft wirklich Eselpower. Und rennt mit diesem Hammer auf dich zu. Ferald, du hast den Hund von dir weggelockt, der mit dir zu spielen scheint, denn er dreht seinen Morgenstern, dreht er so in der Hand, ne? Also so wie einen Löffel, dreht er seinen Morgenstern so ganz elegant in der Hand. Es ist ein großer, aber auch sehr schmaler Typ, also es ist jetzt kein Muskelberg, der ist einfach sehr groß, ein bisschen wie Ornia. Was tust du? Ihr seid zwischen 2 Häusern, also ihr seid eine Art Gasse. Es ist wirklich eine gerade Line. Tust du? 2 Häuser, Art Gasse. Ihr seid in einer dünnen Gasse, ja. Okay. Ich würde Osrin ein Signal geben, dass er ein bisschen Abstand sozusagen auch von mir hat. Ja? Dass er nicht ganz. Nach hinten oder nach vorne? Seitlich so ein bisschen. So ein bisschen vor auch, aber seitlich von mir, wenn möglich. Dass er so ein bisschen wie flankieren könnte für den Fall.
Dafür ist es zu eng. Ja, yeah, das habe ich mir auch gerade gedacht. Da passen kaum zwei Personen nebeneinander. Dann wahrscheinlich erstmal nach hinten. Okay. Würde weiter zurückgehen. Während ich zurückgehe, ziehe ich den Bogen und würde mir versuchen zu gucken, irgendetwas an ihm anzuschauen, was ich anzielen kann. Okay. 15, geschafft. Sein Helm hat eine offene Hundeschnauze, wo man sein Gesicht im Schatten durchsieht. Das ist durchaus ein Schwachpunkt. Da hat er sich für entschieden, weil es stilistisch gut aussieht, aber es ist eben auch ein Schwachpunkt. Okay. Würde weiter mit zurückgehen, gucken, ob es für den Fall hinter mir oder irgendwie seitlich irgendetwas gibt, wo ich hochklettern könnte, für den Notfall. Ja, du hast links so ein paar alte Marktstände. Da sind Stoffmarkisen. Wie lange ist der Abstand? Man sich hochklettern kann und dann würde man auf einen Balkon gelangen. Dem ganzen Schauen, ist meine Aktion noch vorbei oder kann ich noch schießen? Du kannst noch was machen, ja. Okay, dann würde ich... Noch, weil er noch auf dich zukommt und dich noch nicht hektisch verfolgt. Ja, dann würde ich jetzt die Gelegenheit nutzen. Junge, leg doch den Bogen mit deinen kleinen Nadeln weg. Du glaubst doch nicht wirklich, dass du einen der für Musketiere totschießen kannst. Abgeschossen. Oder? Komm schon. Du hast geschossen? Ja. Okay, ins Gesicht, also in seine Öffnung? Okay, dann wirf mir mal drauf. 90, aber noch geschafft. Absurd. Zählt das jetzt als zwei Schüsse wegen dem... Gut. Ah, nee, einer. Nein, das zählt als ein Schuss. Okay. Ja, du schießt auf ihn und er macht das hier. Ah, shit. Wie gesagt, das wird so nichts, Junge. Und er schießt nach vorne wie ein wilder Jagdhund los. Und da du nicht auf die Markisen geklettert bist, erreicht er dich mit seinem Angriff. Und der Morgenstern, du denkst erst, er kommt von oben, aber da er von unten ran schießt wie ein Hund, zieht er ihn gleich in so einer natürlichen Bewegung von links, also dein links, von links an dich ran. So auf Höhe deines Armes, so auf Höhe deiner Hüfte. Ferald versucht nach unten, wenn möglich, sich fallen zu lassen und auszuweichen, aber so mit dem Bein noch aufzufangen, soweit er kann, oder mit einer Hand von hinten. Wurf? Eins. Alter! Mehr Glück als mir, ehrlich gesagt. Wow, okay. Kritischer Erfolg, oder? Ja, das ist. Boah, besser geht's nicht. Alter. Du lässt dich fallen, dein Bein trifft sein Bein, wie bei einer Fußballstauche, triffst du sein Bein und der Morgenstern fliegt auf den Boden vor Osrins Füßen und er klatscht mit dem Helm in den Schlamm. Er scheint irgendwie im Schlamm zu hängen mit seiner Maske und du stehst hinter ihm. Was tust du? Wenn ich die Situation... Jetzt würde ich Osrin den Befehl geben, anzugreifen. Auf sein Gesicht, wenn möglich. Ja, Osrin Skill. Genau. Okay, gut. Dann würde ich versuchen, Osrin zu kommandieren. Musketiere sind offensichtlich auch echt... 45, hab's geschafft. 52 war der Wert. Okay, mach es, spiel es aus. Osrin, Angriff auf sein Gesicht! Und versuche ihn hinzuzeigen, wo er angreifen soll und dann so ein Schnappsignal zu geben. Er greift. Ach so. Er zuckt da im Schlamm auf seinem Rücken und er hat sich richtig reingebissen. Du siehst, wie leichte Blutspritze aus seinem Helm kommt. Schaden, das muss wehtun. Und das für den Hund, hä? Ja. Die Ironie ist universell. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Kommt. Ein Abwehrwurf, der war besser. Ja, gut. Oh, shit. Osrin knallt voll gegen die Häuserwand. Osrin! Ist geschwächt, aber bewegt sich noch. Aber Osrin hat Schaden gemacht und dafür würde ich, also das war kritisch, dafür würde ich ihm 3W10 geben. Nicht 300, danke. Ein One-Shot, die rein. 14 Schaden. Oh, das 14 ist Schaden. So, der Ritter kommt langsam wieder auf die Beine, aber als er seinen Helm so hängen lässt und keucht, Tropfen Blut, also Blutstropfen sickern aus seinem Helm. Das hat schon gesessen. So, währenddessen Ornia auf dem Dorfplatz mitten neben dem Lagerfeuer. Krieg.
Ornia und die Katze umgehen sich quasi so wie wilde Tiere, umkreisen sie sich langsam mit ihren Krallen. Die Katze hat so Eisenhandschuhe, also so wirklich Ritterhandschuhe, nur dass da dicke Messer rauskommen. Und Ornia hat eben diese schwarzen Fingerstoffhandschuhe mit langen Klingen daran. Und die umkreisen sich so quasi. Die Katze scheint auch so ein bisschen spielerisch drauf zu sein, macht das sehr langsam. Ornia hat die Zähne gefletscht und ist einfach richtig angepisst. So wie du aussiehst, hast du wahrscheinlich ein oder zwei der Fuchsfedern auf dem Gewissen. Mindestens! Ha, und das ist eine weibliche Stimme. Ein oder zwei? Schätzchen, du unterschätzt mich tragisch. Und Ornia schießt frontal auf die Katze los. Ornia stürzt sich auf diese Katze von oben, aber die Katze ist bedeutend kleiner und flinker als sie, dreht sich um sie herum und versucht sie mit ihren Krallen in die Hüfte zu stechen. Also jetzt die Katze Ornia, und das funktioniert. Das heißt, die Katze trifft Ornia mit ihren Krallen voll in die Hüfte. Es spritzt Blut über den Boden, also gerade Hermann kriegt das mit, na, wie Ornia aufschreit. Ah, Paschal! Paschal! Ornia! 10, 12, 17 Schaden. 10 Ornia. Das ist zum Glück Ornias erster Schaden seit längerem. So. Hermann, du darfst in die Situation eingreifen, wenn du möchtest. Oder du bleibst bei Eckhold. Zu dem würde ich dann jetzt nämlich gleich auch wieder wechseln. Ja, jetzt entscheiden? Ich würde versuchen, schnell zu Ornia zu laufen. Die Katze steckt mit ihrem Eisenhandschuh in ihrer Seite. Ja, ich werd versuchen, der Katze auf den Arm zu schlagen mit der Axt. Okay. Das gebe ich dir, diesen Move. Also das kannst du gerne auswürfeln. Okay. Den Angriff. Um 20 erleichtert, weil die Katze gerade voll bei Ornia ist. Die rechne ja, dann, ich damit. Also ich habe eine 27 gewürfelt, hätte dann eine 7. Du willst ihren Arm mit der Axt angreifen, ne? Ja. Gut. Also sie dreht sich im letzten Moment zu dir, versucht noch ihren Arm hochzureißen, aber da sie ein bisschen kleiner ist und du so ein bisschen springst, stampfst du mit deinem Stiefel ihren Arm zu Boden und deine Axt senkt sich auf ihren Arm hernieder, sinkt in die Rüstung ein und teilt den Arm zu drei Viertel durch. Also es ist eine richtig hohe Frauenstimme, die da über den Platz hallt und schreit: Scheiße! So eine götterverfluchte Scheiße! Was ist das? Was ist das, du kleiner Scheißbengel? Ihre Krallen ziehen sich aus Ornia raus, die daraufhin erstmal auf die Knie sinkt. Also ihr Arm baumelt noch so ein bisschen, ne? Und ihr rechter Arm schießt in Richtung deines Halses. Das ist ein Angriff, den sie jetzt auswürfelt. Du kannst schon mal einen Gegenmove machen. Ja. Hab einen Wurf gemacht. Also ich versuche... Ja, sie ist kleiner als ich. Dann muss ich muss versuchen, zur Seite auszuweichen. Weil unter schaffe ich nicht. Ich versuche aber so auszuweichen, dass ich mich trotzdem vor Ornia noch stelle. Okay. Ja, ich habe eine 21 geschafft. Du versuchst zur Seite auszuweichen, ne? Ja. Sie macht einen Seitenschritt mit, bleibt quasi frontal vor dir stehen und kratzt dich an der Brust. Das gibt, ja, 4W10 Schaden. Na, sag mal 3, das ist jetzt nur ein oberflächlicher Angriff. Sie hat jetzt auch keinen Crit oder so gemacht. Bekommst du 16 Schaden. Und stürzt zu Boden, ne? Die Katze will sich gerade auf dich stürzen, du willst abwehren, aber Ornia packt dir die Hand auf die Schulter und tritt die Katze mit ihrem linken Fuß quasi zurück. Ich habe so die Nase voll von diesem Land. Die Ritter, dann diese Maschinen, dann Anton von Krierwald, meine Familie und jetzt auch noch du beschissene Katze! Stürzt sich so auf die Katze. 2 Angriffe. Das gibt 2-mal einen W100. Katze hat eine 99. Was? Ornia trifft sie einmal in den Bauch. Also sie bewegt sich so schnell auf sie zu, dass sie sie mit allen 5 Fingern in den Bauch trifft.
und mit den anderen fünf Fingern. Warte, ich lasse sie dafür nochmal würfeln, sonst ist es vielleicht ein bisschen zu OP. Mit den anderen fünf Fingern bohrt sie sich in ihren Hals. Das heißt, die Katze ist jetzt 10-mal gesteppt, 5-mal in den Bauch und 10-mal in den Hals. Das ist das Mindeste. Du unterschätzt mich, Schätzchen. Sie wirft noch ein paar Hollywood-Sprüche. Sie zieht quasi ihre Klingen ab. Das Blut spritzt über den Boden und die Katze sinkt vor ihr auf die Knie. Ornias Krallen sind komplett blutbeschmiert. Die Katze liegt vor ihr am Boden, blutet aus. Und dann dreht sie sich zu einigen der Ritter, die versucht haben, die Katze zu unterstützen. Dreht sich quasi von Hermann weg. Na schön. Wer jetzt? So. Nice. Währenddessen kommt Eckhold Schwartendampf von der anderen Richtung. Diesen Verlust muss ich mir auf die Binde schreiben. Da hast du mich in einem unaufmerksamen Moment erwischt, Junge. Du kannst reden, du kannst dich bewegen, aber kannst du auch abwehren? Er kommt mit einem Schwerthieb auf dich zu. Du kannst noch ausweichen, was machen. Was möchtest du machen, Hermann? Ja, ich werde versuchen, mit meinem Schild zu parieren und dann eben auch wieder zur Seite auszuweichen. Wurf! Und einmal einen Wurf für Eckhold. 56, geschafft. Das Schwert knallt diesmal mit der Scheide voll auf dein Schild und der Schild knackt. Also der ist schon ein bisschen angegriffen. Zieh ihm mal 3 Schaden bitte ab, aber er hält. Also 3 HP bitte abziehen. Er hält und Eckhold kriegt aber, weil er deutlich besser dran war als du, kriegt er noch einen Wurf. Junge, du kannst dich nicht ewig hinter deinem Holz und falschen Idealen verstecken. Jetzt wird es Zeit, echte Manneskraft zu zeigen. Und er möchte das Schwert weiter, also er steckt ja quasi auf dem Schild und er möchte es weiter treiben in deine Brust. Darauf kannst du jetzt nochmal abwehren, ausweichen etc. Das Schild bringt dir in diesem Sinne nichts. Dann versuche ich mit erhöhter Agilität sein, also ich lasse meine Axt los und greife mir seinen Arm und drück den nach oben. Du möchtest seinen Arm greifen und nach oben drücken. Genau. Nach oben wegdrücken. Genau. Um 15er Schwert. Das ist ein ziemlich komplizierter Move. 21, geschafft. Trotz Erschwernis, ja? Ja, 21 okay. Gewürfelt. Ich habe einen Wert von 57 auf erhöhte Agilität. Okay. Gut. Du schaffst es einigermaßen, seinen Arm hochzudrücken, sodass der Stich nicht in deine Brust geht, sondern in deine Schulter. Sein Langschwert bohrt sich komplett durch deine linke Schulter. Ah. So einen Schmerz hast du noch nie gespürt. Blut trieft an deiner Schulter runter. Genau, also der Schild ist quasi, dass das Problem ist, jetzt in der folgenden Situation, was gleich auf dich zukommen wird, das Schwert steckt zur Hälfte auf seinem Schild und in deiner Schulter. Ihn da wieder loszukriegen, wird nicht leicht. Er kriegt jetzt erstmal 4W10 Schaden. 19, 21 Schaden für dich. So verbleiben wir. Dann sind wir wieder bei Frederika. Frederika hat den Hahn ein bisschen wie eine Maus, wie die Katze die Maus, hat sie ein bisschen mit ihrem Flammenwerfer über den Platz gejagt. Also sie jagt wirklich hinter ihm her. Sie ist auch richtig schnell, aber er schafft es immer wieder mit eleganten Bewegungen wegzuspringen. Also sie hat mittlerweile den halben Platz in verbrannte Erde verwandelt, als sie ihre Strategie ändert. Du glaubst, du wärst ein schlauer kleiner Hahn, oder? Ich bin auf jeden Fall schlauer als eine kleine Puppe. Sie öffnet ihren rechten Arm, ihre Hand fährt sich zurück und es kommt so eine Art... Also es sieht aus wie... Wie beschreibe ich das am besten? Wie 5 kleine Rohre, die mit Eisen verbunden sind. Und dann macht sie erstmal einen Wurf, bevor sie hier einen fetten Spruch raushaut. Okay, er kriegt auch einen Wurf.
Okay, warte, wie untermale ich das am besten? Ne? Du magst eine Puppe sein und über diese besonderen Techniken zu verfügen, aber mit meiner Schnelligkeit und meinen Künsten kannst du nicht mithalten. Und sie öffnet ihren Arm und dieses Rohr zeigt sich, weicht dem aus. Und mit einem lauten, surrenden Geräusch fliegen in Sekunden hunderte kleine Kugeln. Das Ding fängt sich an zu drehen in ihrem Arm. Das dreht sich immer schneller. Okay. Und in diesem Moment schießen da hunderte kleine Kugeln raus. Und er einfach... Dann öffnet sich ihre rechte Kniescheibe. Eine schwarze Kugel schießt hinterher. Trifft auf seinen Kopf. Und es gibt eine riesige Explosion. Der Ritter wird in 10.000 Teile zerfetzt. Also alle drehen sich. Eckhold dreht sich um, Ornia dreht sich um, die Masse dreht sich um. Es gibt eine riesige Explosion, als der Ritter einfach in 10.000 Teile zerfetzt wird. Das hat ihn überrascht und das hat auch, und dann komme ich wieder zu Steven und Steffen, das hat auch Eckhold sehr überrascht. Hermann allerdings weiß, dass es sich um Frederika handelt und hat deswegen jetzt die Initiative. Er ist gerade abgelenkt. Was tust du? Ja gut, also das Schwert steckt in meiner Schulter, ne? Das kriege ich nicht so und einfach raus. Und auf dem Schild, so ein bisschen reingeritzt. Und das ist das Problem, ne? Kann ich handeln? Nee, oder? Du bist gerade in einer anderen Ecke, okay. Ich komme gleich wieder zu dir. Ich würde versuchen, mit Nahkampf ihm unter der Rüstung ins Gemächt zu treten und ihm das Schwert aus der Hand zu ziehen. Ganz kurz, da muss ich mir nochmal das Foto von diesem gut aussehenden Eckholz-Schwartendampf ansehen. Was der da so in seinem Gemächt hatte. Ob das ersichtlich ist? Ja, da ist es ersichtlich. Ja, er hat da seinen Ledermantel. Ups. Ja, gut. Ja, er hat da eine normale Stoffhose. Okay, du möchtest ihm ins Gemächt treten und? Und dann will ich versuchen, dadurch, dass er halt Schmerzen hat, muss er halt versuchen, das Schwert loszulassen. Und in dem Moment will ich mir das Schwert greifen und im Prinzip nach hinten ausweichen. Okay, dann macht 2W10 der zweite um 20 erschwert. Okay. Also einmal eine 19. Ach nee, warte, W10 meinst du? W100, W100, okay. Einmal auf eine Nahkampf 19. oder was? Nahkampf, ja. Einmal eine 19. Oh, einmal eine 96. Und das mit Erschwernis oder sogar noch ohne? Mit Erschwernis. Okay. Also du trittst ihm in die Beine und das hat er nicht erwartet, deswegen kann er da auch nicht abwehren. Hast du denn keine Ehre? Und das gibt 2 W10. Das ist schon, also das hätte ihn gerade ein paar Ahnen gekostet, die er gerne in die Welt gesetzt hätte. So. 11 Schaden, na gut, immerhin, ne? So. Als du jedoch versuchst auszuweichen, seine Aufmerksamkeit liegt ja schon auf dir, gibt er dir mit seinem Helm eine Kopfnuss. Das sind, würde ich sagen, mit Helm, ich sag mal 2 W10, weil du darauf auch nicht abwehren darfst. Ja. Da lasse ich es bei 2 W10. 12 Schaden. Jetzt hast du eine blutige Stelle an der Stirn und bist kurz benommen. So, wir wechseln einmal zu Friedrich. Und Friedrich, hilf mir auf die Sprünge. Du warst gegen den Esel. Bei dem Esel und gegen den Esel, ihr wart ja. So verblieben, dass er am Boden liegt, ne? Ich habe ihm ein paar Stiche in die Seite gegeben. Richtig, genau. Also er steht da jetzt, naja, zuckt ein bisschen. Ja. Du bist schnell. Schnell bist du. Ich habe einiges von dir gehört, von den Bewohnern Waldengrüns. Aber ich bin stark! Friedrich, kann ich auf Dorfkunde würfeln, um herauszufinden, ob Friedrich die Musketiere kennt oder nicht? Was meinst du mit kennen? Also das sind bekanntermaßen die vier Gehelfs... Beziehungsweise, wäre der Wurf erfolgreich, dann wüsste er schon mehr über die Musketiere individuell. Wenn nicht, dann ja, halt, kennt er sie nur als bekannte Musketiere. Versuch's mal. 25 ist erfolgreich. Okay. Der Eselsritter... Er ist dafür bekannt, das weiß man nur unter einigen jüngeren Fräuleins dieses Dorfes, weil er manchmal in Anton Grewalds Entourage mitgeht, um sich auch ein bisschen Spaß fernab von der Heimat zu gönnen.
der Esel hat einen wahnsinnigen Kniefetisch. Also dieser Ritter hat einen unfassbaren Kniefetisch und das kontrolliert wohl seine... Also wenn das irgendwie zu tragen kommt, dann wird er echt animalisch. Dann kann er sich nicht mehr kontrollieren. Also sein Kniefetisch, der ist echt in diesem Dorf bekannt. In Rosenadel zum Glück nicht, ne? Aber hier ist sein Kniefetisch berüchtigt. Also das ist wohl seine echt seine Achillesferse, sein Kniefetisch. Okay, Oh mein Gott, Lias. Friedrich weiß, dass er körperlich unterlegen ist und sich nicht lange im Kampf aufhalten kann. Er macht jetzt wieder schwere Stapfer auf dich zu. Friedrich möchte auch ein bisschen Hermann helfen, weil er gerade gegen Eckold kämpft. Ja, ich muss euch aber nochmal sagen, ihr beide seid nicht auf dem Dorfplatz. Ihr seid ja. In den Gebäudeschluchten darum. Friedrich, also ich würde gerne auf... Er würde gerne manipulieren. Er würde gerne so manipulieren, dass der Esel Eckold eventuell angreift oder zu ihm geht. Mit deinen Knien oder einfach so? Nein, ich zeige ihm nicht meine Knie. Ich würde das ich habe schon drauf gewartet. Ich würde das mit den Knien integrieren. Ich weiß aber nicht, ob das dann unter Lüge fällt oder manipulieren. Wenn du ihn manipulieren willst, kannst du das dafür benutzen. Dann möchte ich aber, dass du das vorher ausspielst. Okay, dann spiele ich es mal aus. Friedrich merkt, dass der Esel nicht gerade wortgewandt oder intelligent ist. Und er senkt so ein bisschen seine Klinge und lächelt. Also weißt du, lieber Esel, ich habe vorhin gehört, dass Eckold meinte, dass er wirklich schöne Knie hat und unbedingt sich richtig gerne von dir anfassen lassen würde. Er möchte unbedingt, dass du, allein du, seine Knie siehst. Nur seine Knie natürlich, nichts anderes. Manipulieren um 50, naja, da du die Knie eingesetzt hast, um 40 erschwert. Ach du Scheiße. Oh, warte, es ist eine 3. Es ist eine 3, aber ich weiß nicht, ob das erfolgreich ist. Warte. Ja, es funktioniert. Ich kann screenshotten. Play it out. Richtig lächerlich. Ich hätte das ganz anders gemacht. Wie kann denn das für den ganzen Crit sein? Das gibt's doch nicht. Der Esel bleibt stehen, nimmt seinen Helm ab und darunter kommt ein total... Ich screenshot das. Nein, alles okay. Darunter kommt ein total durchgestylter Femboy zum Vorschein. Oh. Also der ist zwar ein muskulöser Schrank, aber das ist ein total edles Gesicht. Also er hat Lippenstift drauf, er hat kurze blonde Haare, also er ist richtig so ein richtig schöner Prinz. Sehr, sehr feminin. Tatsache, Eckold ist also doch endlich für mich aufgewichen. All die Sommer habe ich es versucht und jetzt haben meine Wünsche und meine Bedürfnisse sein Herz und seine Knie endlich erreicht? Ha! Nicht nur eine Achillesferse, der ist Achilles. Aber, tja, dann muss ich das wohl machen, aber Junge, vorher muss ich dich natürlich in einen blutigen Brei verwandeln. Naja, aber da du mir das so nett gesagt hast, kann ich das ja vielleicht nachher machen, okay? Friedrich hebt sein Degen. Hol ihn dir, Esel! Los! Dankeschön! Er rennt, dreht sich um und rennt los. Rennt zum Dorfplatz. Du kriegst noch eine Aktion, Friedrich. Was tust du jetzt? Du stehst allein in den Straßen Waldenstöns und denkst dir, dass du gerade vielleicht einen kleinen Sieg errungen hast, aber du fragst dich auch, und das fragst du dich wirklich, zu welchem Preis? Okay, wir können dann ja in der Nachdiskussion nochmal besprechen, was für eine Intention ich da hatte, schon im Vornherein. Okay, Friedrich würde gerne Ferald unterstützen und sich auf dem Weg zu ihm. Genau, da müsstest du aber erstmal ein paar Häuser rennen, ne? Du weißt, du hörst auf jeden Fall den Hund schreien, ne? Also du könntest den Kampf schon tracken. Ja. Tracken. Dann möchte ich sich gerne dahin begeben. Wie Tracer. So.
Ach, das war. Das und war da sind wir jetzt auch und der Hunderitter mit seinem ohne Morgenstern, der da immer noch steht und so ein bisschen Blutspucke hat, hebt jetzt seinen Oberkörper und du siehst sein zerkratztes und scheiß wütendes bärtiges Gesicht. Also so eine Mordlust hast du noch selten gesehen. Also seine Augen sind wirklich gerötet. Gleich wird der Jäger zum Gejagten, du kleine blonde Fotze! Er schießt los mit seinen Metallhandschuhen auf dich. Was tust du? Er ist gleich bei dir, wenn du jetzt nichts tust. Ich würde versuchen, den Bogen ihm zu nehmen, nochmal ins Gesicht zu halten, also darauf, wo er halt eben näher kommt und drauf zu schießen. Okay. Nicht, dass du es bräuchtest, aber. Ja, also 14. 14, gut. Ja. Sorry. Was denn? Gut. Du schießt los. Der Ritter ist so schnell, dass dein Pfeil an seinem Helm zerbricht und losbricht. Und seine Hände greifen dein Gesicht und drücken es ein. Du schreist vor Schmerz, aber seine Metallhände, er ist so wütend. Du spürst seine Spucke im Gesicht. Er hat eine 1 gewürfelt. Seine Metallhände drücken sich in dein Gesicht, bis da blutige Stellen hervortreten. Du schreist und brüllst. Und kriegst dafür auf jeden Fall erstmal. Tschüss, Ferro. Naja, weil es ein Crit war, 5W10. Aha. Mhm. 20 Schaden, bitte. Also, du blutest an diversen Stellen, dein ganzer Kopf dröhnt. Jetzt könntest du nochmal was tun, nachdem seine Wut ein bisschen abgelassen hat. Und er sich fragt, wann du endlich ohnmächtig wirst. Was tust du? Du bist noch voll in seinem Metallgrip. Mhm. Sein keuchender, blutiger, wütender Kopf ist über dir. Ich würde versuchen, so während er mich greift, so Osrin, Angriff! Und würde versuchen, nach meinem Messer irgendwie zu greifen. Und das sind 2 Aktionen. Ja, okay. Gut, dann noch Osrin? Aus den Schreien. Okay, Würfel drauf. Dann noch aus den Schreien. 34 geschafft. Abwehrwurf. Um 20 ersperrt, weil er gerade bei dir ist und nicht in der Lage, noch strategisch zu denken, wenn er das jemals war. Ja. Sprichst du jetzt um. Achso, Abwehr, also ja, genau. Ich rede vom Ritter und der hat gerade eine 93 gewürfelt, also nicht gerade zu. Das ist, der springt so. Aber auch mit extrem gerade. Osrin. Die Musik ist gerade perfekt. Osrin stützt sich auf, ne, hetzt zu dir, ne, vor seinem geistigen Auge, deine Hand, die ihn streichelt, deine Hand, die ihn tröstet, die ihn von Ornia wegholt, die ihn tröstet, stürzt er zwischen deinen Beinen hindurch, zwischen euch beiden, stellt er sich auf seine Hinterbeine, springt hoch und beißt den Ritter nochmal durch die Maske mit dem Maul, diesmal nicht mit den Krallen, mit dem Maul ins Gesicht. Er stürzt zu Boden und Osrin beißt sich weiter fest. Er beißt immer wieder zu. Und das gibt 3W10 Schaden. So, er liegt da am Boden und Osrin beißt immer wieder auf ihn ein. Was tust du, Ferald? Wenn er auf dem Boden liegt, würde ich... Er beißt vorne am Gesicht, ne? Würde ich. Er beißt ihn immer wieder in seinen Helm rein. Würde ich das Messer nehmen und versuchen, noch auf irgendeine andere Öffnung, die ich sehe, also abseits von Osri natürlich, irgendwie aufzustechen. Ja, im Endeffekt. Ja, dann würfel mal drauf. Jo. Er kriegt einen Abwehrwurf um 30 erschwert. 95, nicht geschafft. Ja. Gut, du versuchst es, aber er kriegt Osrin endlich zu packen und wirft ihn dir entgegen, sodass du sofort stehen bleibst und ihn auffängst. Er nimmt seinen Helm ab und seine langen schwarzen Haare kommen zum Vorschein. Und alles tropft und trieft. Also als er dich anguckt, das ist ein komplett zerkratztes und blutig geschwollenes Gesicht, in dem schwarze Haare kleben. Also es ist kein schöner Anblick. Er greift seinen Morgenstern. Ich werde Eckhold nicht enttäuschen. Und er stürmt auf dich zu und kriegt einen Angriffswurf. Mach mal bitte einen Abwehrwurf.
Abwehr oder Ausweichen? Ausweichen irgendwas, was ausweichen, du für richtig empfindest. Ja. Das ist auch eher das, also er versucht immer den Aktionen auszugehen. 12, geschafft. Und jetzt bitte nochmal einen Osrin-Wurf. Mhm. Ganz wichtig. 81, nicht geschafft. Okay. Musik ist wieder perfekt. Osrin Feral. So, warte. Du willst Osrin wegwerfen, damit er aus dem Weg ist, weil der Ritter sich... Na, du weißt, du wirst es nicht mehr schaffen auszuweichen. Ja. Der Morgenstern kommt näher, aber Osrin krallt sich quasi an deiner Brust fest, damit du ihn nicht wegschmeißen kannst. Stößt dich mit deinen Hinterbeinen weg. Du stürzt im Schlamm aus und Osrin wird voll von dem Morgenstern getroffen. Das gibt 5 W10. Du hast doch genauso beschrieben, wie Ferald auch agiert hätte. Also. Ja. Hat der schon mal Schaden bekommen? Ich glaube, ein bisschen hat er Osrin schon bekommen. So, ja, also du merkst, wie er in der Luft getroffen wird, wie ein ganz erbärmliches, klägliches und schließlich auch abbrechendes Jaulen zu hören ist. Er bleibt in den Morgenstern stecken und er führt den Morgenstern zum Boden, der dann nochmals auf Osrin kracht. Und der schnaufende Ritter bleibt über dem bewegungslos liegenden Osrin stehen und zieht ihn wieder raus mit so einer Blutspur. So. Damit ist das Haustier verarbeitet. Kommen wir jetzt zum Jäger. Er macht 2 Schritte, tritt dabei nochmal auf Osrin, dreht seinen Schuh, es knackt nochmal und dann kommt er zu dir. Was tust du? Ferald ist kurz in der Schockstarre. Und sieht das. Und sieht den vor sich, also... Er sieht nur noch rot, er nimmt den Bogen und versucht ihm nochmal aufs Gesicht zu schießen. Wenn du etwas unter 30 würfelst, gilt es als 1. 93. Aber es ist noch geschafft. Also. Aber du hast es trotzdem geschafft. Ja. Okay, Abwehrwurf. Fall abbrechen. Nicht erschwert. Beziehungsweise, also sein ganzer Kopf liegt ja jetzt frei, ne? Deswegen würdest du das ohnehin leichter schaffen. So. Was hast du? 98 geschafft, ja. Ja, 93. 93, ja. Ja, also wenn du es geschafft hast, würde ich das vorziehen. Ich habe gerade überlegt, wie das ist, wenn man niedriger abwehrt, aber man kann dich ja nicht dafür bestrafen, dass du höher geskillt hast. Deswegen wiegt geschafft automatisch abwehren eher auf. Das heißt, ja, du ziehst auf sein Gesicht, ne? Ja. Ja, der Pfeil trifft ihn in die Wange und bleibt in seiner linken Wange stecken, wo der größte Riss im gesamten Gesicht war. Der Ritter schreit diesmal nicht mehr, sondern er jault nur noch. Der Morgenstern fällt vor seine Füße und er jault. So. Okay, du kriegst noch eine Aktion. Was tust du? Der kniet vor dir und jault. Sein Morgenstern liegt vor ihm. In diesem Moment kommt Friedrich. Eure Blicke treffen sich. Friedrich guckt zu Ferald drüber. Friedrich, Hilfe! Und er greift nach dem, Messer und versucht ihm nochmal ins Gesicht zu hacken. Also auf seinen Hinterkopf. Ja. Okay. Ja. Messerwurf, alles unter 20 ist eine 1. Das klang gerade so, als ob du mir ins Gesicht hackst. Ja. Friedrich! 21. Trotzdem lass mal 5 gerade sein, ist ein Crit. Ja. Du siehst, deine Augen treffen auf Friedrichs Augen. Ihr seht euch kurz an, dann seht ihr beide zu Osrin. Friedrich nickt dir zu und du nickst und rammst das Messer durch seinen Hinterkopf. Du spürst dabei nicht das Messer an deinen Händen, sondern Osrins weiches rotes Fell. Du hörst Ornias Stimme, wie sie dir über Osrin erzählt. Du hörst sein Jaulen, aber hörst auch sein Schlecken, als er dir übers Gesicht geschleckt hat. Das ist oft passiert. Und rammst diesen Dolch durch seinen Hinterkopf. Es spritzt
Dir spritzt Blut ins Gesicht. Dein ganzes Gesicht ist rot vor Blut. Aber deine Augen sind vielleicht das erste Mal in deinem Leben so starr vor Wut und Hass. Und du lässt diesen Dolch nicht los, der in dem mittlerweile bewegungslosen Kopf steckt. Friedrich, wenn du irgendwas ausspielen möchtest, oder Steffen, das wäre jetzt der Moment. Ja. Friedrich, komplett in Schockstarre und völlig überrascht, Feral so zu sehen, so... Er nimmt den auch nochmal und drückt noch einmal einfach weiter rein, immer mehr. Und Friedrich kriegt Gänsehaut und fängt an leicht zu zittern, während er Feral anguckt. Er zieht ihn nochmal raus und hackt einfach noch ein paar Mal rein und stößt den Körper von sich weg und... Feralt! Und er nimmt ihn so an die Schultern, bitte. Er ist tot, hör auf. Bitte. Lässt den Dolch fallen. Ich versuche zu Austin zu greifen, auf ihn zu gucken und zu ihm zu gehen und schaut ihn an, wie er aussieht und irgendwie ihn Würfel zu greifen. Würfel mal auf Austin, bitte. Okay. 48. Gerade so geschafft. Versucht ihn irgendwie zu greifen und irgendwie zu gucken, wie es ihm geht und wo er verletzt ist, wie er aussieht. Also Osrin, ist ja ein langer Fuchs, ne? Und in der Mitte seines Körpers ist so ein riesiges Loch, das auch teilweise noch Risse mit sich führt wegen diesen Morgensternstacheln. Also er hat ein riesiges Loch in der Mitte, er ist nicht bei Bewusstsein, du weißt nicht genau, ob er noch am Leben ist. Okay, er nimmt irgendwas von seinem Stoff, was vom Arm oder sonstiges, was er nehmen kann und abreißen kann, was irgendwie lang genug ist, wo er wickeln kann oder auch hier schneidet sich ein Skill dafür? Das hier raus. Medizin, also, irgendwas? Es wäre halt, also Skalpiermesser, da würde ich das nehmen. Medizin habe ich leider nicht, aber ich würde versuchen, irgendwas zu nehmen, zu verbinden. Allgemeinwert handeln. Oder Wissen, Allgemeinwert, kannst du dir okay. aussuchen. Jo. Was? Mit was? Allgemeinwert handeln oder Wissen? Nee, Allgemeinwert handeln, weil er würde versuchen, halt wirklich mit dem Messer halt rauszuschneiden. Dann. Ja. 16, geschafft. Das gelingt dir, es geht hier eher ums Medizinische. Ja, okay. Ja, hast du geschafft? Genau, 16. Er nimmt dann am besten so den Stoff hier und schneidet das raus, genau, und versucht ihn zu umwickeln. Du wickelst es um seinen mittlerweile, also im Moment leblosen Körper und die Blutung scheint erstmal gestoppt. Okay, dann nimmt er wirklich ihn, versucht ihn so ein bisschen zum Arm und einfach ein bisschen in seinen Arm zu halten und sich an ihn zu lehnen. Friedrich, tust du was? Er braucht eine Weile. Friedrich ist immer noch komplett außer sich und sieht Osrin und... Was ist passiert? Was ist hier los? Was... Osrin, nein! Das kann nicht sein! Und er rennt in Richtung Ornia und Eckhold und Hermann. Feralt, machst du das auch? Feralt ist erst bei ihm und weint erst eine Weile. Also er braucht 1-2 Minuten, bevor er sich fassen kann und dann auch rübergehen kann. Also er braucht kurz. Okay. Dann sind wir jetzt... Ich muss mir mal auf der Karte in Niro eine Übersicht verschaffen. So. Alles nicht so leicht hier am Laptop. Moment, machen wir. Aber nur, dass du Bescheid weißt, was er in der Zeit dann machen würde mit, also wenn er das so gemacht hat, nachdem er sich, also kurz nachdem er sich beruhigt hat, würde er Osrin sozusagen an der Seite nehmen, irgendwo zudecken mit irgendeinem Stoff, also da, wo er zum Beispiel klettern konnte, mit in der Nähe, würde ihn so ein bisschen zudecken. Du möchtest ihn dann, wenn es auf dem Dorfplatz weitergeht, möchtest du ihn quasi in sicherer Entfernung? Genau, so ein bisschen seitlich verstecken, zudecken so ein bisschen und dann weiter zum Kampf gehen. Liegt noch beim Platz, ne, aber um das einmal zu symbolisieren, dass er ihn in Sicherheit gelegt hat, weg vom Platz, unter sein Tuch, habe ich ihn hier ein bisschen weiter weg platziert. Ah, okay, Der ist out of action. Also schön so ein bisschen hier so in Nähe Fleischerei, also wenn Anton Bratspaß ihn findet, dann... Was ist passiert? Die Meta! Na, Steven. Pascal, Schreiber, wo bleibst du? Pascal, eigentlich hättest du uns nicht sagen sollen, dass du bei Eckhart bist und dann den Joke bringen sollen. Das wäre so ein Mindfuck gewesen. Was? Du hättest uns nicht sagen sollen, dass du bei Eckhart bist und dann hättest du so einen Joke bringen sollen. Ja. Aber deine Kamera ist froze. Was hast du da eigentlich für einen Haken geschlagen? Ich mach mir damit nicht bei dir bin, Steven. Echt?
Was hast du für einen Haken geschlagen, sag mal, als du den da, als du mit dem Dude da geredet hast wegen dem Knie? Ich hätte jetzt gedacht, dass du dich darüber lustig machst. So einen, auf den so Eckhold hat gesagt, so ja, dieser, das war der Hund, ne? War das der Hund? Der Esel. Esel. Ja, der Esel. Ah, oh, der ist voll komisch, der steht auf Knie und sowas. Das war auch meine Hauptintention. Also ich wollte das so machen, dass dass Eckhold irgendwas gegen den Esel gesagt hat und da er ja so naiv und idiotisch ist, also der Esel, ging ich davon aus, okay, der glaubt das. Aber Pascal musste ihm natürlich einen Kniefetisch geben, also musste ich mir irgendwie impulsartig was einfallen lassen. Der erste Impuls. Ein Mann von Kultur. Naja, ich meine, also die minus 40 waren gerechtfertigt, aber ja, dass absolut. Du das dann trotzdem noch hingekriegt hast. Durch Glück halt. Ich hatte gehofft, dass es nicht klappt. Es hätte auch nicht klappen sollen, aber. Du hast gehofft, dass was nicht klappt? Oder was nicht klappt? Durch den glücklichen Wurf. Das ist dann doch funktioniert. Ich habe auch überlegt, meine Hose auszuziehen und die meine Kinder. Warum müssen Kinder in diesem Setting sich eigentlich ständig ausziehen? Super. Ich will das nicht! Ich wollte nicht den kleinen Friedrich entblößen vor diesem ekligen großen Typen da. Das machst du dann bitte erst, wenn es zur Sexszene mit Fiolna kommt. So. Kurz das Video aus. Erst kommt ein bisschen was parallel. Kann's weitergehen? Ja. Okay. Ja. Nur kurzzeitig Video aus, weil ich erst gerade noch. Folgende Situation einmal zur Erläuterung. Der Hahn wurde von Frederika durchlöchert, liegt am Boden. Die Katze wurde von Ornia durchlöchert, liegt am Boden. Der Hund wurde von Feral durchlöchert und liegt am Boden. Der Esel kommt jetzt gleich am Platz an und dann passiert was. Eckhold ist bei Hermann. Frederika schwebt da noch, Ornia ist noch ein bisschen sich am Sammeln, ne? Muss erstmal wieder die Kontrolle über den Körper, der gerade vollkommen von Wut diktiert wird, wieder erlangen. Friedrich gelangt kurz nach dem Esel zum Platz und so auch Ferald. Osrin liegt in Sicherheit. Die Situation am Platz hat sich verändert, beziehungsweise allgemein im Kern des Dorfes. Mittlerweile ist das nicht mehr nur ein Aufruhr von ein paar Dutzend Leuten, sondern das ist eine offene Schlacht. Na, die Ritter haben mittlerweile ihre Waffen organisiert, die Bewohner haben alles, was sich irgendwie militarisieren lässt, haben sie sich geholt. Stöcke, Hölzer, Äxte. Es ist eine offene Schlacht, die da gerade losgeht. Einige Gebäude im Dorfinneren stehen in Flammen. Es wird überall geschrien, es liegen ganz viele Leute am Boden. Auch die Ritter verlieren langsam an Boden. Einige der Stadtwachen haben sich auf die Seite der Ritter geschlagen, deswegen das ein riesiges anarchisches Chaos ist. Überall wird geschrien und gekämpft, also der ganze Dorfplatz ist ein Schlachtfeld. Überall stehen Gebäude in Flammen. Aber Eckhold lässt sich davon nicht beirren. So, was jetzt aber passiert ist, bevor Hermann dran ist, ist, dass der Esel auf dem Dorfplatz ankommt. Eckhold! Nein! Er sieht, dass er gerade in der Misere ist, stürmt los und will Hermann von hinten mit dem Hammer einen Kopf kürzer machen. Hermann, du hörst und siehst das auf jeden Fall. Was tust du? Direkt vor dir ist Eckhold, hinter dir kommen schwere Schritte, bedrohlich schnell näher. Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Du hast 5 Sekunden. Und dann musst du mir was sagen. Ich gehe an Eckhold ran und halt ihn fest. Im Prinzip, man könnte schon sagen, ich umarme ihn fast, aber ich krall mich so an ihm fest. Das heißt, wenn er mich mit dem Hammer trifft, muss er Eckhold auch treffen. Ich lasse das jetzt so im Raum stehen. Und lass dich darauf würfeln. Genau das, was du gerade gesagt hast, lass ich so im Raum stehen. Würfel mal drauf. Auf was? Welchen Wert? Nahkampf. Nahkampf, okay. 71 geschafft. Okay, jetzt würfelt der Esel. Und jetzt würfelt Eckhold. Lass meine Knie, mein Eckhold in Ruhe, schreit der Esel und lässt den Hammer herniederfahren, denn Eckhold trägt einen Helm und er ist ziemlich stabil.
Dein Kopf hingegen ist entblößt. Das heißt, der Hammer knallt auf euer beider Köpfe. Eckholz Helm wird eingebeult. Dein Kopf hingegen findet keinen Schutz. Du... Moment, Hammer. Haben wir Hammer aufgeschrieben? Bestimmt habe ich das. Ich schlauer Boy. Nein, habe ich natürlich nicht. Ich glaube schon. Keulen. Naja, ich würde das als Keule nehmen. Ja, also gebe ich ihm mal... Eigentlich 3W10. Ich gebe ihm aber 4, da es direkt auf deinen Kopf geht. Naja, Keule, Knüppel, ja, kann man schon. Genau, eigentlich Keule, aber ich gebe ihm einen mehr, weil der auf den Kopf geht. 19 Schaden bitte. Also du hast Glück, na, der Eckhold ist ja größer als du. Der Hammer, die Vorderseite des Hammers beult sich eher an den Helm und du kriegst eher die Kante ab. Aber es ist, also jetzt hast du 2 blutende Stellen an deinem Kopf und du bist ziemlich benommen. Und Eckhold so, das war ganz schön riskant, Esel. Verzeihung, Eckhold. Er zieht seinen Hammer raus und Eckhold schmeißt seinen Helm weg. Sein schwitzendes, bärtiges, aber auch gut aussehendes Gesicht kommt zum Vorschein. Und du siehst, wie er dich entschlossen anguckt. Tut mir leid, Junge, aber 2 gegen 1, das scheint dir unfair. Ist mir egal, weil ich muss hier alle Mittel nutzen. Und er versucht dir mit seiner anderen Hand ins Gesicht zu boxen. Du darfst darauf abwehren, ausweichen, irgendwas. Ich versuche mir seine Hand zu greifen und die festzuhalten. Nahkampf dann? Nahkampf, ja. Um 10er Schwert. Eine 4. Du also mit einer Kraft, die aus der Willenskraft entspringt, dich gegen diesen Berg durchzusetzen, entgegen aller Umstände, dich gegen den scheiß Eselsritter und gegen den stärksten Mann des Landes durchzusetzen, um Fjolnir zu retten, um wieder gut zu machen, was du glaubst getan zu haben mit Frederica, schaffst du es, die riesige Faust dieses Mannes festzuhalten und sogar zurückzudrücken. Seine großen blauen Augen weiten sich in Überraschung. Er sieht zur Faust und zu dir und seine Faust wird aber zurückgedrückt. Und der Esel scheint kurz überfordert. Eckhold, was soll ich tun? Du hast noch eine Aktion, Hermann. Jetzt kommt auch Friedrich an und beobachtet das Ganze. Der Esel hat ja keinen Helm mehr, ne? Der Esel schon, aber Eckhold nicht. Und sein Gesicht ist vor deinem. Nein, doch, der Esel hat auch keinen mehr. Der Esel hat auch keinen mehr, du hast recht. Okay, in dem Moment der Verwunderung ziehe ich meinen Arm, der gerade noch Eckholds Hand hält, ziehe ich zurück und gebe dem Esel mit dem Ellenbogen einen mit. So quasi. Ja, also ich nutze die Kraft, die Eckhold mir noch gibt. Ja, du lässt ihn... Und lass mich im Prinzip nach hinten fallen und gebe ihm richtig mit meinem Ellenbogen ein. Das ist smart, ich erleichtere dir das um 20. Okay. Ja, 54 geschafft. Darf der Esel auch einmal würfeln? Also du versuchst es, aber der Esel weicht aus und knallt dir den Stock des Hammers direkt gegen den Kopf. Da es ein Crit ist, kriegst du darauf keinen Abwehrwurf, damit hast du nicht gerechnet. Ja. Das gibt wie. Also diesmal gibt es aber wirklich nur 3 W10 und nicht 4. So. 14 Schaden bitte eintragen. Ich hab echt einen harten Kopf, Alter. Genau, so. Also du hast jetzt 3 blutende Stellen an deinem Kopf. Du hast Kraft, Junge. Und ich, das sagt Eckhold. Und ich wünschte, wir wären uns unter anderen Umständen begegnet. Ich hätte dich gern zu meinem Schüler gemacht, aber ich muss tun, was meine Loyalität mir auferlegt. Und abermals versucht er, seine Faust auf deinen Kopf herabsinken zu lassen. Du darfst ein letztes Mal darauf abwehren, dann ist Friedrich dran. Ja, dann, also ich darf nur abwehren, ich darf jetzt nichts oder ausweichen, was dir einfällt. Oder ausweichen, ja gut, das Schwert steckt ausweichen immer noch in mir drin, ne? Bitte? Das Schwert steckt immer noch in mir drin, ne? Okay. Dann, ich versuche mir wieder seine... Nee, ich mach was anderes. Ich versuche mich so zu drehen, dass der Schild im Prinzip... Also, dass seine Hand auf den Schild trifft
Damit riskiere ich zwar, dass sein Schwert dann noch tiefer in mich eindringt, aber dann hat er es noch schwieriger, das wieder rauszuziehen. Willst du das auf Nahkampf machen? Ja. Um 20er Schwert. Komplizierte Bewegung in dieser Situation. 3. Die Crits heute. Der Game Master of Swin. Alter. Aber auch auf beiden Seiten. Ja, das war ja auch Crits von der anderen Seite schon. Also das ist schon... Du schaffst es, den Schild hochzureißen. Seine Faust, die aber gerade wirklich mit Entschlossenheit kommt, fetzt dir diesen Schild aus der Hand. Der Schild dreht sich und fliegt dem Esel voll an den Hals. Also er kotzt, der Esel kotzt fast und er kommt so, tut mir leid. Der Esel trobbelt so ein bisschen nach hinten in Friedrichs Richtung. Friedrich, was tust du? Du siehst das. Links von dir tobt eine Schlacht, Ornia steht da, Frederika Havata. Der Esel torkelt rückwärts in deine Richtung. Zwei. Dann will ich mit dem Degen ihn in den Nacken stechen. Und ich will... Ich will noch einen Kampfschrei auf Irrebedollisch aufsagen. Okay, dann Irrebedollisch-Wurf und was? Nahkampf oder was hast du? Messer, Klingenwaffen. Klingenwaffen, ja. Okay, dann los. Okay, dann mach Waffen, bitte. Ich mach erst den Klingenwurf. Irrebedollisch um 10 erleichtert. Du bist entschlossen. Klingenwurf ist 4. Mhm. Irrebedollisch. What the fuck, was habt ihr denn heute für Würfe? Irrebedollisch ist 72, das heißt, da kommt nur Kauderwelsch raus. Ja, dann, wenn's halt drauf. Ja, immer dann, wenn's drauf ankommt. Das ist halt. Ich messe in Shim it und Schuban! Sonja so vom anderen Feld, guckt langsam wieder auf, keucht, guckt langsam auf, hat sich wieder gefangen. Du bist der Schritt in seiner Tasse? okay, und auf das andere hast du eine 4, oder? Ja. Das klang erst, als würdest du von irgendeinem Star Wars-Kreatur so reden. Ja, ich hab das auch an so einen Goblin gedacht. Exakt oder so. Oder so. Ja, ja. Ornia rennt jetzt wieder zu dir, aber dein Degen in den Nacken, ne? Ja. So in die Seite. Ein Abwehrwurf um 30 erschwert. Fällt auf die Knie und bleibt so sitzen. Dein Degen steckt in seinem Hals, der bewegt sich nicht mehr. Ornia rennt zu dir. Also ihr steht euch jetzt wieder gegenüber. Sie guckt auf den Ritter vor dir. Du hast dich gemacht in 2-3 Tagen, Mibiosh. Friedrich nickt langsam, guckt nach unten und sagt, alles für Fjolna, alles! Denn ihre Bedollich ist beschissen. Aber ist egal, Mibiosh. Ist egal. Der Rest, der funktioniert. So, ihr steht euch gegenüber. Hermann ist gleich wieder mit Eckhold. Währenddessen, Frederika scannt jetzt ihre Umgebung. Sie hat, während das alles passiert ist, hat sie die Ritter um sich. Einige Ritter wollten wieder auf den Platz stürmen und wollten Eckhold helfen. Da hat sie ihren Mund geöffnet und hat eine Schneise aus... Mit ihrem blauen Laserstrahl hat sie eine Schneise um den Platz geschossen. Ne? Also so wirklich eine Brandschneise. Und alle Ritter sind wirklich völlig verängstigt zurückgewichen. Das heißt, es gibt jetzt um diesen ganzen Platz gibt es so eine runde Dampf, so einen runden, schwarzen, dampfenden Graben. Jetzt kümmert sie sich alle. Jetzt guckt sie allerdings, wo sie gebraucht wird. Und sie sieht, dass Hermann gerade mit Eckhold zu kämpfen hat und schießt auf ihn los. Und möchte... Möchte, was würde sie da machen? Ja. Das sollte aber The Witcher weiterspielen. Ja. Man muss mal abschließen. Das funktioniert doch ganz gut. So, sie kriegt einen Wurf. Okay, und er kriegt einen Wurf. Ah, das wurde nicht so viel. So. Ihr seht, ihr alle seht, aber sie macht ja auch unheimlich viel Krach, wenn sie so losschießt. Also alle Blicke wenden sich zu Frederika, die sie so losschießt.
Sie streckt ihre Arme vor und es kommen blaue Blitze aus ihren Armen. Ihr seht wirklich, wie sie versucht, sich auf ihn zu stürzen. Aber im genau richtigen Moment dreht er sich um und packt sie an ihrem kleinen Hals. Sie bleibt da wirklich hängen, ohne ihr Gesicht zu verziehen. Wie so eine Puppe eben. Nicht mit mir, Puppe. Deine Tricks kannst du mit Tölpeln machen, die nichts von dir wissen. Und er versucht, sie so in den Dreck neben sich reinzuknallen und reinzudrücken. Und das wird ihm gelingen. Also er drückt sie voll in den Dreck rein, drückt nach, sodass sie wirklich in den Schlamm einsinkt und nimmt dann seinen anderen Ellenbogen und knallt nochmal nach. Das heißt, sie steckt gerade im Dreck. Jetzt sind seine Arme aber weg von dir, Hermann. Und seine Aufmerksamkeit ebenso. Was tust du? Ferald kommt jetzt auf den Platz an. Ich versuche mir das Schwert rauszuziehen aus der Schulter. Welcher Skill? Erhöhte Stärke. Okay. 31 geschafft. Ich muss einmal kurz auf deinen Bogen gucken. Würfel mal bitte noch auf Erste Hilfe. Ja. Hundert. Hi. Ja, also du ziehst es raus, kein Problem. Aber du hast leider nicht wirklich dran gedacht, dass man wenn man eine Klinge aus einer offenen Wunde zieht, dass es dann wirklich richtig anfängt zu bluten. Also du merkst, wie wirklich Blut aus dir raustropft, wie aus einem Brunnen. Du kriegst sofort 10 Schaden und du merkst, dass du gerade ausblutest. Also dir wird schwindelig, richtig schwindelig und du bist benommen. Ferald bemerkt das, was tut er? Ferra bemerkt das dann. Wie ist nochmal die Situation? Also er hat den Dolch wo mit? Das hat er in der Hand, aber du siehst, dass er benommen ist und dass er ausblutet. Frederica wird von Eckhold in den Dreck geboxt und gedrückt. Onja und Friedrich stehen ein bisschen weiter weg und ja. Merken das noch nicht. Onja! Hermann braucht Hilfe! Er braucht medizinische Hilfe! Schreite ihr sozusagen los. Zu. Genau. Sie stürmt los, aber sie braucht länger, bis sie da ist als du. Du kannst noch was machen. Okay, er würde versuchen, den Bogen erstmal zu nehmen von dort hinten und Eckhord. Friedrich, stürmst du mit? Er hat nicht angerufen. Ja, nein. Also, nein. Naja, aber Ornia stürmt weg. Bleibst du da einfach stehen oder was machst du? Also, wenn Ornia geht, dann würde Friedrich auch gehen. Okay, so, jetzt Ferald. Er würde den Bogen nehmen und versuchen, auf Eckholds Kopf zu schießen, weil der Helm jetzt offen frei ist. Ja. Okay. Du stehst nicht so weit weg von ihm. Ja, mach einen Wurf. Krieg trotzdem einen Abwehrwurf. 100. Es ist rein technisch gesehen immer noch geschafft, habe ich ja schon angesprochen, eigentlich darfst du nicht so hoch haben, es ist ein Crit-Fail, deswegen von daher, das ist... Bis 99 hätte ich gesagt, das ist innerhalb deines Spiels, ja, alles gut, nee, deswegen, das ist... Das war ins Spiel kommt, ey. Ich hätte auch... 99 ist alles okay, aber... Ja, so, ich hätte auch gesagt, das geht nicht, also... Es ist so, Ornia ist groß und das ist eine Tatsache, die ihr euch immer wieder in Erinnerung rufen müsst. Sie ist schneller, als du es ahnst. Sie springt vor ihn, ist bereit, ihn anzugreifen, als dein Pfeil sie von hinten in die rechte Schulter trifft. Ornia, Achtung! Das war ein guter Wurf. Sie spuckt Blut. Und Friedrich versucht sie noch so ein bisschen aufzufangen, als sie zu Boden fällt, aber sie stürzt erstmal zu Boden und spuckt Blut. Ferald, was ist los mit dir? Bist du wahnsinnig? Ich wollte Eckhold angreifen und Ferald würde versuchen, vorzurennen zu denen. Wartet. Ja. Schaden. Ich muss Schaden werfen. 3W10. 3W10, okay. Bitte? Okay. 30. Bitte, Steffen? Oh, 6. Bitte, Steffen? Ja, 6. Was hast du gesagt? Genau, also 3, 2, 1. Jetzt würfel ich die Würfel sind 3, 2, 1. Den Schaden würfle immer noch ich aus, mein Freund. Ach so. Na, machen ja, das nicht stimmt. Die Player eigentlich, oder? Nee, das hat bis jetzt immer Pascal gemacht. Ach so. Und 30. In 13 plus 6 sind 19. Antiklimatische okay. Musik.
Ja, ich wollte nur einmal kurz Steffen verstehen. Ich mach die gleich wieder an. Hm? 16. Ja, also Ornia kniet da, spuckt Blut, ist überrascht, ist gerade nicht ganz bei Sinnen. So, genau, Ferald würde halt vorlaufen. Das war das Einzige, was ich vorher noch gesagt hatte. Ich würde versuchen vorzurennen. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Wie viel Schaden hat sie genommen? Möchte ich bitte diese Musik? Sie hat, wie gesagt, 16 Schaden genommen. Okay, 16. Ja, kein Problem. So. Ja, aber die letzten Schadensachen hatte ich doch eigentlich auch immer gerollt, oder? Bei mir zumindest im Kampf. Du hast einmal gerollt, aber ich möchte, dass das nicht zur Regel wird. Ich würde das schon gern selbst machen. Okay. So. Aber ich kann euch auch einen Screenshot sonst zeigen, falls nein, du... Nein, nee, es geht einfach nur, ich roll gern. Ja. Darum geht's mir. So. Genau. So, das ist die Situation. Eckhold ist jetzt... Friedrich ist jetzt dran. Ja. Friedrich ist total aufgelöst. Und er lässt seinen Degen fallen vor Schock. Und er guckt zu Eckhold, sieht, wie er Frederica gerade in den Boden stampft. Und er fällt auf allen Vieren. Und er schreit, bitte, 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 hör kurz auf zu kämpfen. Bitte, guck, was mit Ornia passiert ist. Bitte, nur für einen kleinen Moment. Ich flehe dich an. Überzeugenwürfel, denke ich. Ja. Erschwert? Er vereinfacht? Neutral? Nicht erschwert. Nicht erschwert, okay. Komm schon. 50 geschafft. Und er schlucht. Die Schlacht südlich des Platzes tobt weiter. Die ist ja aber auch jenseits des schwarzen Kohlegrabens. Ansonsten kommt der Kampf kurz zum Erliegen. Das heißt, Eckhold hält inne, guckt noch zu Frederica, muss erstmal verarbeiten, was gerade passiert ist. Dann guckt er schließlich auf, alle gucken zu Friedrich. Ihr hört noch das Kampfgetöse jenseits der Schlucht, aber sonst ist alles still. Was tust du? Ich werde machen. Ihr seid alle wahnsinnig! Wahnsinnig seid ihr alle! Verrückte! Nur kämpfen! Kämpfen, kämpfen, kämpfen! Das ist alles, was ihr im Sinn habt! Während wir alle langsam sterben. Osrin und Ornia. Fjolnir, das alles wegen Frederica, alles wegen diesem Konstrukt, dieser Hexerei. Mirella, Kreschtoff, alle tot, 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 tot. Und Frederica, die nicht mal Schmerzen spüren kann, die nicht mal ein Mensch ist. Was tun wir hier nur für sie? Ich mache das nicht für sie, ich mache das für Fjolnir und für Ornia und für meine Freunde und für Ferald und für... Ich will das alles nicht mehr. Hört auf, alle aufhören, jetzt, bitte, 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 bitte. Ferald ist im Rennen stehen geblieben, als er das gehört hatte und zu Friedrich. Wollte erst was dagegen sagen, dass mit Frederica, aber mit den restlichen Sachen, die er dann gesagt hat, bleibt verschweigt er einfach. Und guckt zu den anderen, guckt zu Eckhold. Ja, Mann? Also da ich sowieso ziemlich fertig bin, sinke ich im Prinzip auch zu Boden. Und ich stütze mich gerade noch so mit dem Schwert ab und knie dann da einfach, keuche. Aber, also, da kann ich gerade auch nicht wirklich noch was machen. Wollt ihr versuchen, Eckhold zu überzeugen? Ja. Würfelt alle drei auf einen entsprechenden Skill, falls ihr keinen habt, sozial Allgemeinwert. Überzeugen. Für Hermann um 10 erleichtert, für Friedrich um 15 erschwert, für Ferald allgemein. Also keine Boni oder Abzüge. 1. Nee, also ich hab's nicht geschafft. 2. Ihr cheatet doch! Ich hab 76. Ich hab's mal in den Stream hier gezeigt, du kannst es dir wirklich angucken. Ja. Aber ich kann jetzt meinen Browser streamen für dich. Okay, Friedrich hat ja schon eine Rede gehalten, Ferald. Trag mal was bei. Ist so. Eckhold steht da so und keucht.
Es muss nicht so weitergehen. Wir haben beide viel verloren. Wir wollen nur Fjolna. Mehr brauchen wir wirklich nicht. Lasst den Rest von diesem Blutvergießen bitte sein. Was bringt es euch, euren Eid zu halten, wenn ihr tot seid, wir tot sind und alle, um die es geht, tot sind? Bitte haltet ein. Eins und zwei, das gibt's nicht. Das ist echt schon ridiculous. Ja. Eckhold schnauft und scheint lange nachzudenken in seiner Pose. Letztendlich lässt er die Arme sinken. Kraftzeit. Er steht auf, lässt los und tritt zurück und dreht sich zum Bürgerhaus und lässt den Kopf sinken. Als Frederika aus dem Dreck hochschießt, der Nebel um sie rot glüht, ihre Augen leuchten rot. Sie starrt Eckhold mit einem Blick an, den ihr nur als Mordlust interpretieren könnt. Ihre Schultern öffnen sich, also gehen auf wie Klappen, und ihr merkt, dass da Dampf und Feuer rauskommt. Ihr merkt, dass da gleich was passiert. Warte. Ich mach wieder Musik an und so lange könnt ihr euch überlegen, ob ihr das irgendwie verhindern möchtet. Ich weiß, was ich machen will. Was tust du, Hermann? Also ich reiß mich mit letzter Kraft noch hoch, auf das Schwert gestürzt, gehe zu ihr. Also ich nehme an, steht sie einfach nur oder schwebt sie? Sie hovert quasi okay. Ein bisschen vor dir. Also Hermann ist zwischen dir und Eckhold ist zwischen dir und Frederika. Steht da so, ne, mit dem Rücken zu ihr. Und sie hovert da, ihre Schultern sind offen und dampfen und feuern. Okay, dann stelle ich mich vor sie. Und ich nehme im Prinzip das Schwert, so wie Eckhold das gemacht hat. Ramme es in den Boden. Schaue sie an und sage ihr mit einem fast schon herrischen Ton, Frederika, Betrug. Es ist vorbei. Welcher Wir Skill? Müssen nicht mehr kämpfen. So. Welcher Skill? Bedrohen. Um 15 erschwert. An der Stelle einmal die Anmerkung, weil das später bestimmt nicht mehr hervorkommt. Das wäre deutlich erschwerter, aber du hast mit Frederika Ereignisse gehabt, die das auf 15 runterbrechen. Sonst wäre es noch schwerer. Ja, ich habe es nicht geschafft. Wie viel hast du denn? 55. Ich hätte es geschafft, wenn das nicht so schwer gewesen wäre. Ich wollte da nicht unterbrechen mit der Frage, Ferald, ob er halt auch noch was zu ihr sagen kann oder generell. Ich wollte es nur nicht unterbrechen. Kleinen Moment, erstmal die Aktion. Hermann! Und ihre Stimme dröhnt. Hermann, ich schätze dich. Du bist mein Freund. Darum sage ich dir, geh aus dem Weg! Und du merkst, wenn du jetzt nicht aus dem Weg gehst, dann sorgt sie dafür, dass du es tust. Gehst du aus dem Weg oder nicht? Nein. Okay, Ferald, was tust du? Frederika, wir können Fjolna jetzt holen und dann nach Norden gehen. Es ist geschafft. Spar dir die Energie. Spar dir deine Kraft. Wurf. Ja. 10 erschwert. Mhm. Nicht geschafft, 71. Ihr Wurf. Sie ignoriert dich einfach. Also du merkst, dass sie kurz zu dir guckt. Mhm. Na, eure Augen treffen sich, aber dann guckt sie wieder zu Hermann, der sich weigert zu gehen. Also sie ignoriert das einfach. Friedrich, eine Chance. Willst du was tun? Ja, nein? Ja. Ich schmeiß mich vor Hermann. Und ich sage,
Wenn du an Hermann vorbei willst, musst du auch an mir vorbei. Ich habe nicht gekämpft und getötet, damit du weiter Blut vergießen lassen kannst. So nicht. Roll up two new characters. Sie schießt wie ein Blitz nach unten, bleibt genau vor deinem Gesicht, Friedrich. Ihre Augen glühen rot und sie guckt wirklich, wirklich böse. Ich werde hier gar nichts vergießen. Drückt dir, also die Hand bleibt ein Millimeter vor deinem Gesicht und es kommt Gas raus. Sowohl Hermann als auch Friedrich dürfen einmal einen Ausweichen oder Blockwurf, irgendwas in die Richtung machen. Ja, Constitution Saving Throw. Ich hab nichts, alles gut. Anderes Setting. Der Skill steht auf ihrem Bogen, also wenn du jetzt denkst, das war ein Asspol. Ich hab grad D&D-Scherz gemacht mit Constitution Saving Throw. Ja, ich würfel auf Ausweichen. Ja. Mein Trusty Dodge Skill 89. Hermann? Nicht sehr erfolgreich. Ich hab geschafft, 63. Ihr Wurf. Friedrich ist viel zu nah dran, um auch nur auszuweichen. Kriegt es voll ins Gesicht. Hermann versucht es, aber ihre Hand geht zu schnell mit und kriegt es ebenfalls ins Gesicht. Ihr stürzt. Ihr werdet euch wird sofort schwummrig und ihr stürzt beide zu Boden. Ihr seid ausgenockt. Ist das? Oh, ihr seid ausgenockt. Ihr seid weg. Ihr seid weg. Oh nee. Frieda. Ja. Rika. Ja, beide noch traumatische Worte. Sehr schön. So, sie wendet sich Eckhold zu, der sich umdreht. Du machst nicht mal vor deinen Kameraden halt was. Ihr seid doch alle gleich blau-rot. Aber er tut erstmal nichts weiter. Und ihre Schultern glühen jetzt noch viel heller. Du wurdest gewarnt von meinen Freunden, Ritter. Aus ihren Schultern kommen lange metallische Dinger raus. So lange metallische Dinger, bei denen hinten Feuer ist. Zwei Stück und schießen auf ihn zu, der ja nur wenige Meter steht. Er hat eine Ausweichchance um 50 erschwert. Und sie kriegt einen Wurf. Jo. So. Diese beiden langen Dinger treffen ihn. Also er reißt seine Arme hoch, aber sie treffen ihn frontal. Also wie ein Blitz knallt er gegen die Häuserwand des Bürgerhauses und sinkt darin ein. Es ist das lauteste Geräusch des Tages. Und alles an ihm, also sein ganzer Körper dampft. Dann schließen sich ihre Schultern wieder. Ferald, Ornia kniet noch zwischen der Gruppe und dir. Was tust du? Du musst dir quasi vorstellen, wenn wir einmal auf die Karte gucken, dass, also die beiden nehme ich mal raus, ne? Die liegen da auf dem Platz, ne? So. Er ist hier ins Bürgerhaus gekracht und steckt da an der Wand. Vor ihm steht Frederika und zwischen euch kniet Ornia, keuchend und blutend. Was tust du? Du bist südlich von ihr. Was tust du? Ich würde noch einmal versuchen, auf Frederika zuzugehen und zu sagen, wir müssen nicht weiterkämpfen. Bitte, bitte, lass ihn stehen. 10 erleichtert. Bitte lass ihn stehen. Vielleicht kann er uns noch helfen. Vielleicht kann er uns irgendwie helfen, dass das Gesamte nicht in einem Blutmassaker endet. 29, also geschafft diesmal. Frederika dreht sich dir zu und jetzt mischt sich wieder blaues Licht in ihre Augen. Er kommt währenddessen langsam, geht er auf sie zu. Slow Anime Walk. I'm sorry. Wie bei Jojo. Mads. Ferald. Erste Stimme oder zweite Stimme? Zweite. Wurf. Sie läuft auf dich zu, also so langsam so das Feuer im Hintergrund sieht man euch, eure Schatten, also die, eure Schatten schämen, wie ihr so aufeinander zulauft, dieses Feuer im Hintergrund, die epische Chormusik. Und sie gibt dir ihre Hand. Und wie so eine kleine Schwester nimmt sie dich so an die Hand und steht neben dir. Und Hermann, Eckhold kommt aus dieser Wand raus. Seine ganze Rüstung ist zerfetzt. Er blutet im ganzen Gesicht. Er dampft.
Wenn ich meinen Idealen nicht treu bin, was dann? In diesem Moment zieht er etwas hinter seinem Rücken hervor. Und zwar, ich schicke euch das einmal im Bilder-Channel, Blue. Er zieht ein Claymore hervor. Ihr wisst nicht, was es ist. Es ist einfach ein riesiges Schwert. Es ist fast so groß wie sein gesamter Oberkörper. Ein riesiges silbernes Schwert zieht er aus seinem Körper hervor. Also hinter seinem Körper. Das ist deutlich größer und deutlich breiter als sein Langschwert. Hat irgendjemand von euch irgendwas mit Waffenkunde? Also beziehungsweise Steffen, hast du irgendwas mit Waffenkunde? Das ist gerade das Einzige, was zählt. Ja, ich wollte gerade sagen, weil die anderen sind glaube ich ja nicht da, ne? Irgendwas, was da relevant sein könnte. Nein, Wald- und Tierkunde. Nein. Gut. Ja. Er kommt auf euch zu mit schweren Schritten. Ein kleines Souvenir aus meiner Zeit aus ihrer Bedoll. Endlich kann ich es einsetzen. Ihr seid würdige Gegner. Junge, du bist der Einzige, der noch steht. Stell dich mir entgegen, mit deiner Puppe oder allein. Und er kommt mit schweren... Er läuft langsam an und reißt dieses riesige Schwert hoch. Moment, dafür habe ich Musik, bevor du was tust. Lass mich das Musik... Ein Spiel. Lalalala. Nein, das ist sie nicht. Eckold Finale, wo ist es? Da ist es. So, dieser Mann, der wirklich angeschlagen ist, aber zu allem bereit, um seinen Idealen treu zu bleiben, stürmt auf dich zu mit einem Riesenschwert. Was okay, tust du? Okay, Federica ist an deiner Seite und tun, was du von ihr möchtest. Federica, würde zu Federica gucken und sagen, es geht nicht anders. Und dann würde er den Bogen ziehen und wirklich auf ihn halten und versuchen, auf ihn zu schießen wieder. Soll ich auch? Ja. Müssen wir ihn töten? Nein, am besten ausschalten irgendwie. Und genau. Also und bewusstlos machen oder... Oh, genau. Ihr rechter Arm öffnet sich, ihre beiden Schultern öffnen sich, ihr linker Arm öffnet sich. Und überall sind jetzt diese runden Rohre, die sie sonst eher beim rechten, die sie vorhin nur beim rechten, ihr beim rechten Arm gesehen habt. Schlafgas dann. Volle Ladung. So. Steffen, würfle bitte einmal. Federica würfelt. Würfeln auf den Bogenschuss oder? Ja. Okay. 98. Ich meine, es ist noch geschafft, aber es ist ja, eigentlich. Federica hat eine 97. Ja. Gut, du schießt, das Schwert wird von seinem Claymore einfach, der Bogen wird von seinem Claymore einfach weggefetzt. Das Schlafgas geht los, aber durch den starken Wind, der noch vorherrscht, wird das voll in deine Richtung geblasen. Federica stoppt es sofort wieder, als sie das sieht, aber du bist benommen. Er stürzt sich, Eckhold kommt jetzt, stürzt sich von oben auf dich und zieht dieses Claymore voll durch deinen Körper. Darauf kriegt er jetzt darauf einen Schaden, der dem gerecht werden könnte. Ich würde mal sagen 5W10. Also eigentlich sogar 6W10. Ich gebe ihm 5W10. Wir wollen es auch nicht übertreiben. Er ist auch angeschlagen. (lacht) 34 Schaden, bitte. Das Schwert geht voll durch deinen Körper. Du hast einen riesigen Riss in der Brust. Du kannst nicht mal schreien, weil du so benommen bist. Okay. Du spürst nur einen Schmerz, der sich anfühlt, als hätte er dich mit den Händen auseinandergerissen. Du stürzt völlig zu Boden. Ne? Federica handelt. Und das tut sie, indem sie ihren Achseln kommen jetzt wieder diese langen Klingen, die sich direkt an ihren Armen legen, und sie versucht ihn mit beiden in den Unterkörper zu stechen, sodass sie ihn nicht töten würde. Ferald, du liegst am Boden und bemerkst die Situation. Das Gas hat dich nicht so schwer getroffen. Das Claymore liegt vor deinen Füßen. Rechts von dir steht Eckhold, links von dir steht Federica mit ihren Klingen. Du kannst dir überlegen, was zu tun ist. Federica, wenn es nicht anders geht, müssen wir! Und er würde versuchen, mit dem Bogen noch einmal auf ihn zu schießen. Wohin? Aufs Gesicht und ihn versuchen zu töten, und er signalisiert ihr das auch. Okay, dann mal los, mach einen Wurf. 65. Also, geschafft. Ja.
er schafft es dir auszuweichen. Frederika hingeht. Sie macht, du denkst erst, sie springt, aber was sie macht, ist ihr Flugschießen. Sie schießt auf ihn los, packt seinen Kopf mit ihren Händen. Ne? Jetzt schlaf doch endlich ein, du großer, dummer Affe! Öffnet ihren Mund und es schießt Gas hinaus. Und er knickt vor ihr ein. Dann stürzt sie wieder zu Boden, reicht ihr ihre Hand. Ich nehme die Hand, stehe auf und fass mich kurz. Ganz kurz, ich muss einmal für Ornia was auswürfeln. Ornia stößt zu euch. Ihr seht, dass sie sich mit Tüchern verbunden hat. Was habe ich verpasst? Und sie, ihr Blick trifft Eckhold, der am Boden liegt. Schätze, jetzt bist du der stärkste Mann des Landes, Ferald. Das, der Dank wird leider nicht mir. Die Schlacht hinter dem Graben tobt noch weiter, aber ihr seht gerade nur das Bürgerhaus. Jetzt kommt ihr rennt zu Friedrich und Eckhold. Ja. Und Frederika guckt sich um. Ich glaube, meine erste Stimme war gerade ganz schön dumm. Es ist wenigstens gut, dass du auf die zweite noch gehört hast. Vielen lieben Dank. Zeit ist wieder gut zu machen. Und sie kniet sich nieder, aus ihrer Hand kommt Blitz und sie drückt die einmal auf Friedrich und drückt die einmal auf Hermann. Ihr kommt mit dem Schlag wieder zu euch. Ihr steht auf und Frederika guckt euch an. Ich möchte mich entschuldigen. Ist das mir egal? Ornia? Ja, schon gut. Ornia! Ornia sagt, Fjolna. Guckt euch alle an. Ja. Ferald würde sich kurz versuchen zu fassen, kurz auf die Sachen drücken. Würde Ornia Bescheid sagen, wo Osrin liegt. Genau, Ornia hätte gleich gefragt, wo ist Osrin? Osrin liegt hinten verdeckt an der Seitengasse und was der zeigt uns sozusagen. Was meinst du, er liegt? Er wurde stark verwundet. Schau bitte nach ihm, wenn du die Zeit hast. Ich würde vorgehen und versuchen, reinzukommen und Fjolna rauszuholen. Ich habe schon einen Plan. Na schön, das muss jetzt warten. Gehen wir zu Fjolna. Okay, alle bereit? Ja, lass mich vielleicht versuchen erst. Ich hab eine Idee, er würde das kurz sagen. Er bespricht mit denen, er möchte versuchen, sich dort reinzuschleichen. So dass er von. Reinschleichen. Ja, es tobt eine Schlacht vor dem Bürgerhaus. Dass die anderen Gebäude vor der. Um euch ja, dass die, deswegen, dass die anderen vor der Tür bewacht ja keiner mehr, oder? Ja. Genau, und er versucht langsam die Tür aufzumachen, langsam reinzugehen, die Tür wieder zu schließen und sich dann entlang vorzuschleichen. Hast du ein Skill? Ja, schleichen. Um 40 erschwert. Oh, okay. Ja, damit wird's dann leider nichts. Gut, also du schlägst den anderen das vor und die machen dir sofort klar, dass das eine ganz dumme Idee ist. Okay. Dass du jetzt vielleicht der stärkste, aber mit Sicherheit, danke für die Bestätigung, nicht der schlauste Mann des Landes bist. So, genau. Ihr stürmt alle bis zum Eingang. Möchte jemand noch was Besonderes machen oder stürmt ihr da jetzt einfach rein und dreht die Tür ein? Ich will, dass Ornia mir kurz meine Wunde verbindet, weil ich sonst ausblute. Danke für die Erinnerung, sehr fair von dir. Ornia. Genau. Ich brauche einen Verband. Ich bin schon zu lange verwundet. Natürlich, Mibiosh. Ich kümmere mich darum. Mibiosh, weil sie das öfter sagt, nochmal als Erinnerung, heißt mein Junge. So. Dann würfelt sie einmal auf Erste Hilfe. Erst ein paar Fleischbällchen, dann heilen die Wunde. Ich hab noch ein paar. Hat einen guten Wurf gemacht, bindet dir das quasi sehr elegant zu und du merkst auch, wie sie da ein paar Kräuter reingedrückt hat, bekommst 6 Punkte wieder. Sehr gut. Kann ich dazu noch mein Fleischbällchen essen? Ich wollte gerade. Kannst du gerne essen, ja. Wollte gerade fragen, ob ich das auch essen könnte. Die könnt ihr, also ich möchte, dass ihr mir das einmal sagt, wenn ihr das macht, aber ihr könnt die dann einfach selbstständig abziehen. Dann esse ich das. Ihr die erstmal habt. Also ihr seht, Ferrad ist zwar schon ziemlich blutig, aber es steht noch ganz gut. Ja, wir dürfen uns ja nicht die Lebenspunkte sagen, deswegen müssen wir mal gucken, dass wir so absprechen, wer es. Ja, also ihr seht, auf dem Weg auch dahin, also zu der Tür, würde Ferald auch gucken, ob von irgendjemandem Pfeile irgendwo liegen. Also, dass jemand gestorben ist, der einen Köcher hatte oder so.
Also du hast ja nur den Esel bei dir, ne? Und die anderen Ritter sind ja hinter dieser Brandschneide. Ja, ja, also, ja. Nee, deswegen musst du schon Zeit aufwenden. Okay. So, ich sacke das Claymore ein, aber ich trage das dann auf den Rücken. Joink! So, und das Langschwert. Fragst dich so, wo kommt dieses Claymore her, aber hey! Ich nehme das Langschwert nehme ich auch noch mit. Ich habe jetzt meine Axt, das Claymore, das Langschwert, den Holzschild und die 5 Kupferstücke. Das sind die 5 Gegenstände, ja? 5 Gegenstände, genau. Okay. Alter Schwede, würfel einmal bitte auf einen Konditionsskill, irgendwas in die Richtung. Erhöhte Stärke. Ja. 96. Ziemlich viele Extreme. Du kannst nicht beide Schwerter tragen und das Claymore auch nur für einen permanenten, also solange du es hast, für einen permanenten Malus von erschwert um 5 auf jeden Wurf, solange du dieses Ding trägst. Also beide Schwerter geht gar nicht und das Claymore auch nur, wenn du einen Malus von 5 auf jeden Wurf hast. Ja, dann weißt du was. Was passiert denn, wenn ich die Axt ablege, den Holzschild ablege, das Langschwert ablege und dann nur noch das Claymore hab? Dann ist es okay, dann kriegst du es normal. Dann nehme ich nur noch das Claymore, okay. Der Holzschild ist weg. Okay, der Schild ist weg und das Langschwert ist weg, ja? Und die Axt ist weg. Okay. Kann ich den Schild nehmen? Ja, kannst du, der hat aber nur noch 6 HP. Ja, und du hast keinen Umgang damit, du musst dann immer auf Allgemeinwert würfeln. Kannst du trotzdem nehmen. Ich meine, ist besser als nichts. Ja. Hermann, kann ich dein Schild haben? Ja, klar. Auch wenn der nicht mehr so ganz ist, aber nimm ihn ruhig. Danke. Okay. Okay, dann ich mir gut. 6 HP. Wie sieht's aus? 6 HP. Stürmt ihr ins Rathaus? Ja. I suppose. Jo. Ja. Wir gehen da jetzt rein, Leute, und wir holen Fjolna da raus. Okay. So. Nach einem langen Kampf, ihr blutet, seid verschwitzt, seid erschöpft, stürmt ihr durch die Türen. Ornia zuerst, sie tritt quasi diese Türen auf. Die Türen fliegen auf und 2 Ritter da hinten stürzen zu Boden. Ihr seht den Priester Kauland. Unmöglich! Der stärkste Mann im Land beschützte diese Türen. Eckhold! Eckhold! Tut ihr irgendwas mit den dreien oder stürmt ihr direkt weiter? Ich gebe vor Ornia, ich sag, das ist sein Schwert. Jetzt lasst uns passieren oder ihr werdet alle sterben. Sehr geil, also. Boah, wirf mal auf Bedrohung und 60 erleichtert. I love it. Alle sterben. Ey, das ist schon. 27 geschafft. Das ist schon. Ihr seht. Sehr imposant. Ihr seht, wie es aus Kaulands schwarzer Hose tropft. Da bildet sich so eine kleine Pfütze unter seiner Hose. Und die Ritter kriechen auch so weg. Nein, nein! Und sie rennen aus dem Haus an euch vorbei, raus. Und Kauland sitzt da einfach nur in seiner eigenen Pfütze. Ihr stürmt an ihnen vorbei, das Haus entlang. Ein Ritter in einiger Entfernung, wahrscheinlich im ersten oder im zweiten Stock, ihr hört ihn nur rufen. Herzogssohn, Sie kommen! Ihr hört irgendwie oben Gerümpel und stürmt diesen Gang entlang. Einer der grafgeadelten Ritter will sich euch mit einem Schwert entgegenstellen. Was tut ihr? Der stellt sich in einem relativ engen Holzgang, stellt er sich eurer Gruppe mit einem Schwert entgegen. Hat jemand eine Idee, was ihr tut? Ich hätte eine Idee, aber ich lasse erstmal die anderen was machen. Also ich habe keine Pfeile mehr, also ich würde euch Vortritt lassen. 3, 2... Ich werde unter seine Beine versuchen zu schlüpfen. Okay, Wurf. Ohne Abwehr, weil es eine hektische Situation ist. Also einfach, du musst es schaffen. Ja, aber ich habe leider nicht wirklich einen Skill dafür. Ausweichen zählt wahrscheinlich nicht. Messerskills doch, oder? Messerskills? Ich dachte, du willst ihn von unten stechen. Nein, ich will nicht ihn abstechen. Ich will ihn unter seine Beine schlüpfen. Ja gut, aber dann kommt der Rest der Gruppe ja doch auch nicht durch. Ist mir doch scheißegal. Okay, gut, würfle drauf. Das habe ich schon mit einkalkuliert. Ja, es ist, ja, ja, fair point. Ich kann's, ja. Dann würfel ich auf, ja, handeln, wenn Ausweichen nicht geht. Ausweichen ist in diesem Fall dann okay. Ja, okay, gut, dann auf Ausweichen. Okay, 40, ist geschafft. Okay, ja, du rutschst unter ihm durch, so dass Ornia jetzt versucht, ihn aus dem Weg zu räumen. Ihre Krallen verhaken sich allerdings so in seinem Schwert und ihr verliert Zeit. Also Friedrich kann weiterstürmen, aber ihr verliert gerade Zeit, er hält euch auf.
Tut jemand was? Sonst gehe ich weiter zu Friedrich. Es ist halt ein enger Gang und Ornia steht vor euch und hadert mit ihm. Ich nehme den Knauf von meinem Schwert und versuche ihn damit auszunocken. Ja, ist lang genug. Kannst du probieren. Mit welchem Skill? Nahkampf. 10er Schwert, weil Ornia direkt vor dir steht. Kein Problem, 13. Gut, mit dem Knauf, ne? Ja, mit dem Knauf. Also im Prinzip, ich halte das Schwert so und drehe das so. Da dung! Ja, genau. Gut gemacht, Hermann. Weiter geht's. Warte gefälligst, Friedrich, du frecher Bengel. Sie stürmen dir hinterher, Friedrich. Haben dich schnell wieder eingeholt. So, ihr stürmt die Treppe hoch. Na, das ist so eine viereckige Treppe, die so im Kreis rumgeht. Also so eine viereckige Rundtreppe. Na, ihr stürmt durchs erste Stockwerk. Ihr merkt aber, dass Ritter aus dem zweiten Stockwerk sich euch hektisch entgegenstellen. 2 Stück, deswegen tippt ihr darauf, dass es im zweiten Stock weitergeht. 2 Ritter stellen sich euch auf der Treppe entgegen. Ferald ist am nächsten dran. Was tust du? Hat mir das jetzt was gebracht, dass ich den Vorzug habe? Oder sind jetzt wirklich alle... Hättet ihr was gebracht, wenn die anderen zurückgeblieben wären? So aber seid ihr auf einer Spur. Ich würde im Endeffekt, also... Okay, dann mit Bogen schießen oder was war es jetzt? Achso, nein, er will einfach nur durch die 2 durchhuschen. Hat seinen Dolch halt bereit und läuft einfach weiter dann damit, dass die versuchen, auf ihnen zu folgen. Ausweichen. Da, also durch die 2. Okay. 89. Ja, du rutschst durch den ersten durch und der zweite packt dich am Hals, drückt dich gegen die Wand und schlägt dir die Eisenfaust ins Gesicht. 2W10. 14 Schaden bitte. Mhm. Und du hängst beim zweiten. Du hast ihn abgelenkt erfolgreich. Der ist jetzt nämlich. Der hat seine Aufmerksamkeit auf dir. Der erste geht jetzt aber mit seinem Ritter auf Friedrich los. Friedrich hat sich aber schon hinter ihn geschlichen, weil er ein bisschen schneller war. Was tust du? Du musst mir jetzt keinen Vorteil dafür geben, wenn du denkst, das ist nicht... Nee, ich finde schon, dass es angemessen ist. Also was, ich bin hinter dem Ritter. Bin an ihm vorbei. Hinter dem Ritter. Du bist vor dem Ritter, der Steffen hat, aber hinter dem, der die Gruppe angreift. Macht der Ritter hinter mir schon was? Der wirft Steffen. Ach so. Der andere geht jetzt auf die Gruppe los. Dann würde ich versuchen, Ferald... aus dem Grasp von dem Ritter zu holen, indem ich den Ritter angreife. Wie? Ich versuche ihn mit dem Degen, versuche ich in seinen Schenkel reinzustechen, damit er vielleicht ein bisschen die Balance verliert. 15 erleichtert, weil er abgelenkt ist. Okay, dann würfel ich auf Klingenwaffen. 15 erleichtert. Mhm. Nee, reicht nicht. 70. Dein Degen, der wird ein bisschen weggeschleudert, also der rutscht in Richtung des ersten Ritters. Der andere Ritter gibt dir einen Tritt. Wie so ein Insekt tritt er dich einfach weg. 12 Schaden bitte, 12. Yep. So, der andere Ritter greift Ornia an, die mit ihrer Klinge blockiert. Erst Frederika, dann kann Hermann sonst was machen. Frederika greift mit ihren Armklingen an. So, das wird vielleicht was. Wir sehen das. Rammt ihm beide Klingen. Naja, sie will ja nicht töten. Sie rammt ihm beide Klingen an die Seiten, sodass er links und rechts angeschlitzt wird und vor Schmerzen jault. Hermann, was tust du? Ferald wird noch festgehalten, ne? Ja. Ich stürme auf den Ritter zu. Und der eingesackt ist. Der eingesackt ist oder der Steffen festhält? Der Ferald festhält. Okay. Und schlage ihn mit meinem Knauf, so wie so ein Rambock, weißt du so. Ich laufe so mit voller Wucht auf ihn zu. Ja, Wurf. 53 geschafft. Er kracht auf die Treppe und rutscht dann so von der Treppe runter. Ja, Ferald ist frei. Und Ornia hilft Friedrich hoch, gibt ihm den Degen. Keine Sorge, Mann, ich hab dich. Wir müssen uns beeilen, los geht's! Und ihr stürmt weiter die Treppe hoch, nehme ich an. Ja. Ja. Gut. Ihr
stürmt einen langen Holzgang im zweiten Stock entlang, den längsten. Ne? Es stehen noch drei Ritter links und rechts an dem Gang, aber als die eure, als die Disclaimer sehen, als sie sehen, wie entschlossen ihr seid, lassen die ihre Waffen fallen und drängen sich so zur Seite. Am Ende ist so eine Doppeltür. Und als ihr da steht, als ihr da ankommt, ist links ein großes Fenster und ihr seht, wie Anton von Krierwald sich hektisch auf dem Pferd schwingt, hochguckt zu euch, eure Augen treffen sich. Und er reitet davon mit 6 Graf geadelten Rittern. So, was tut ihr? In die Tür oder aus dem Fenster springen? Ich würde kurz, ganz schnell versuchen, irgendwo zu schauen, ob ich irgendwas habe, was ich schießen kann, pfeilmäßig. Ich springe aus dem Fenster. Mit dem Claymore. Ja, klar, ist parallel. Also, so. Let's go. Ich versuche, also ist sein Pferd noch am Haus? Ja. Ich versuche, dem Pferd in den Arsch zu stechen. Einfach nur, weil ich es sehen will, oh ja. Oh mein Gott, Steffen so richtig mit Strategie und Bedacht. Ja, ich guck noch, lass ich was. Ich springe. Ja, lieber! Nein, sure, let's go! Meanwhile, Hermann, defenestriert sich aus dem Fenster. Jede einzelne Scherbe vom Fenster fliegt einzeln entlang in Slow-Mo. Friedrich und Ornia facepalmen sich nur so. Okay. Steffen, die Antwort ist nein. Und okay. Hermann wirft bitte wahrscheinlich auf Nahkampf. Ja. Und dann aber noch einen Allgemeinwurf, um zu sehen, wie gut du auf dem Boden aufschlägst. Erst Nahkampf und dann... Bricht sich alle Knie. Also 50 auf Nahkampf geschafft. Und jetzt willst du einen Allgemeinwurf. Auf Gesamt, also dein Allgemeinwert. Ja, 32 wären das. Geschafft? Nee, aber ich werde jetzt einen Geistesblitz benutzen dafür. Gut, nochmal um 30 erleichtert. Okay. Nicht geschafft. Wird natürlich noch schwieriger. Schade. Gut. Scheiße. Deine Spitze trifft ein Pferd, aber das von einem der Ritter. Das Pferd, das stürzt zu Boden. Der Ritter knallt runter und du knallst leider auch mit dem Rücken auf den Boden und bleibst bewegungslos liegen. Da hat irgendwas geknackt. Stürze habe ich, glaube ich, 3W10. Und 15 Schaden, bitte. 15. 15. So, Anton bemerkt das natürlich. Ihr seid verrückt. Ihr seid verrückt. Sie sind verrückt, Männer. Verrückt. Und sie reiten davon. Ornia interessiert gerade nichts. Wir müssen jetzt da erstmal da rein. Friedrich guckt zu Ornia und sagt, ich glaube nicht, dass Fjolna da noch ist. Ich glaube, er hat sie mitgenommen. Lass mich auf deinen Rücken steigen. Und wir springen aus dem Fenster. Würfel mal auf Überzeugen, Manipulieren, was auch immer. Überzeugen, ja. Nimm mich Huckepack, Ornia. Bitte. Bitte. 39, okay, funktioniert. Funktioniert? Ja. Sie war da noch drin. Gut, alles klar. Sie nimmt dich auf dem Huckepack, du stürzt dich zu schnell drauf und sie wirft dich aus Versehen aus dem Fenster. Was? Ornia! Würfel mal einen Allgemeinwert, bitte. Auf deinen Allgemeinwert. Handelwert oder was? Ja. Ah ja, okay. Gosh. Bitte Crit-Fail. Bitte Crit-Fail. Das ist 30. Mit dem plus 15 ist das gerade so geschafft. Ganz, ganz knapp. Welche plus 15? Na, ach so, auf den, ja. Das war, ich habe ja 19, aber ja. Genau, das meinte ich ja. Gut, du landest auf Eckhart, der recht weich ist, und rollst dich ab. Eckhart kriegt 2 Schaden. So. Genau. Rich! Ferald, schau nach! Und sie stürzt sich aus dem Fenster, würfelt auf den Allgemeinwert. Jesus Christ. Und landet auf Eckhart, der nochmal 2 Schaden kriegt und kommt unbeschadet um. Alter! Stell dir vor, das wäre sein finaler Schlag. Das einfach. Ja, genau. Er hätte Ornia noch 2 HP und das stirbt einfach so. Tot durch Ornias Sturz.
Ja, also Friedrich würde auch dann in die Tür reingehen, wie es Anja auch gesagt hatte, genau. Du meinst Ferald. Ferald. Ja. Ja. Das... Also das Zimmer ist erst... Also Fiolna ist nicht drin. Fiolna ist nicht drin. Hm, okay. Das ist der erste Blick, den du merkst. Fiolna ist nicht drin. Das ist, ja. Okay, er würde dann kurz nach irgendwas Besonderem schauen, aber Texte kann er nicht lesen, also falls es irgendwie da was gäbe. Es liegt eine Dornkrone da, also es liegt dieses, es liegt eine Gitterkrone da, also so ein Helm, der aussieht wie ein Gitterhelm. Hm. Das liegt da. Es liegt noch ein anderes schwarzes Gerät da. Das, also irgendwas Schwarzes aus Eisen, aber sonst siehst du jetzt erstmal nichts Besonderes. Okay. Ah ja, und weißes Pulver auf dem Tisch verteilt. Hm, er würde sich das schwarze Ding, was komisch wäre, versuchen ein bisschen einzuprägen, dann aber auch nachziehen zu den anderen. Okay, aber du nimmst nichts mit, weil das würde länger dauern. Nee, ich nehme nichts mit. Das, okay. Genau. Springst du aus dem Fenster oder was tust du? Er würde irgendwas sehen, wo er dort runterklettern kann. Gibt's nicht. An der Hauswand entlang? Im Fenster dann? Oder... Irgendwas. Okay, na gut. Du kannst runterklettern, ja. Du kannst natürlich drauf würfeln. Mhm. So. Willst du die anderen informieren? Frage ich jetzt mal so ein bisschen suggestiv. Von dem, ja, so, er würde halt, wenn er die anderen unten sieht, sagen, sie ist nicht hier und dann würde er halt runterklettern. Und ja, so. Wasch, dieser Scheißkerl! Okay, würfel mal auf Klettern. 8, geschafft. Gut, du bist unten bei den anderen. Springst nicht auf Hermann, ganz wichtig. Danke. Aber ich krieg trotzdem 2 Schaden. Ich krieg trotzdem 2 Schaden. Na schön. Und ja, guckt euch an. Wir sind jetzt so weit gekommen, wir hören ja nicht auf. Wir schnappen uns diesen Mistkerl! Sie guckt euch fragend an. Frederika, ist sie da? Frederika steht bei euch. Sie ist bei uns, okay. Ich würde sagen, wir einer oder zwei halten sich an Frederika fest und sie düst hinterher, damit wir irgendwie hinterherkommen. Weil wir... In diesem Moment kommt Eckhold Schwartendampf hinter der Häuserecke auf euch zu. No way. Lasst euren Worten Taten folgen. Und hinter ihm sind 4 Pferde. Danke, wir gehen Onia los! Schiebt ihn bei, ja, okay. Onia schiebt ihn beiseite, springt auf dieses Pferd und stürmt los. 3 Pferde noch. Moment. Ihr stürmt aus dem Dorf, ihr stürmt auf diese dampfende Schlucht. Na, und ihr merkt, da ist immer noch der Kampf am Turb. Mittlerweile beteiligt sich fast jeder. Ihr seht Branton Bratspaß, wie er mit so einem riesigen Spieß um sich haut. Ihr seht sogar die Schneiderin, die mit einem Messer versucht, Wachen an den Beinen zu treffen. Ihr seht den Bürgermeister, ein alter Mann, der mit so einem Stock auf eine Wache haut, die am Boden liegt. Also jeder ist am Kämpfen. Eure Pferde schneiden sich aber einfach durch diese Massen wie durch warme Butter. Onia ganz vorne, also ihr seht wirklich blutige Entschlossenheit in ihren Augen. Ne? Und während sie ihr Pferd antreibt, ihr alle peitscht eure Pferde an und ihr stürmt aus dem Dorf Richtung Norden. Der Mondschein erhellt eure Wege. Jetzt dürft ihr alle einmal einen Allgemeinwurf auf Reiten machen. Danke. Erleichtert um 20, weil ihr richtig entschlossen seid. Weil der DM das so will. 10. Muss ich auch einen würfeln, wenn ich hinten bei Ferald drauf sitze? Natürlich. Da gibt's, oh, da gibt's offensichtlich Minus. Ist Reiten sehr kompliziert. Da gibt's Minuspunkte bei der Nachbesprechung. Ja. Okay. Ich schaff's nicht. 8. Ich hab nachgewürfelt. Ich hab 52. Obwohl, warte. Du hast gesagt, um okay. 20 erleichtert. Also Ferald. Warte, du hast gesagt, 20 erleichtert, oder? 20 erleichtert hat er gemeint. Ja. Oh, dann hab ich genau 52. Okay, sehr 17 gut. 17 plus 15 plus 20. Sehr gut. Okay. Du hältst dich gerade so fest. Für manche von euch ist das eine neue Erfahrung, gerade für Friedrich. Aber er hat noch immer Fiolnas Stimme im Ohr. Er sieht Fiolna vor Augen. Sie ist jetzt so nah. Ihr seid so nah daran, sie zu befreien. Ihr habt gerade ein Wunder vollbracht. Ihr habt gerade einfach fucking Eckhold Schwartendorf besiegt. Da werdet ihr das ja wohl auch noch hinkriegen, ein Pferd zu reiten. Ihr reitet hinterher und Frederika fliegt so hinterher auf Höhe von Ornia. Was soll ich tun? Und Ornia so, schnapp sie dir, schneid ihn den Weg ab. Und Fiolna schießt nach vorne in die Entfernung.
Ornia meinst du, nicht Fjolna. Frederika schießt nach vorne. Frederika. So. Sie schießt nach vorne, ihr reitet hinterher und ihr merkt, ihr seht, wie Frederika sehr weit nach vorne schießt. Also offensichtlich hat Anton von Grewald schon einige und seine fünf Ritter haben einiges an Land gut gemacht. Sie sind schon echt weit weg. Aber dieses blau-rote Licht steigt dann in einiger Entfernung vor euch in den Himmel auf. Oh, mein Sprachapparat darf nicht ganz versagen. So, Steffen, wir sind jetzt der Battlecruiser, ja? Ich kann mein Schwert immer noch hinten schwingen. Alright, sure, gerne. Ihr seht, für einen Moment tritt eine seltsame Stille. Im Moment eben noch dachtet ihr, die Welt wäre so laut, gerade ist alles hektisch, das überfordert euch. Euch platzen gleich die Köpfe. Aber dann, als ihr so diesen geraden Pfad nach Norden lang reitet und seht, wie dieses blau-rote Licht, das ihr alle als Frederika kennt, aufsteigt in einiger Entfernung, tritt so eine seltsame Stille ein, die nur noch vom Wind und den Hufen unter euch erweitert wird. Oder so. Dann gibt es so ein weites blaues Licht, ein fetter blauer Strahl schießt in weiter Entfernung auf den Boden und so eine riesige blaue Druckwelle verteilt sich vor euch auf dem Boden. Ihr hört irgendwie Schreie, ihr hört Pferde wiehern und seht, wie dieses blaue Licht, das ihr als Frederika kennt, dort im Kreis drin und dieser Strahl im Kreis fliegt und dieser Strahl mit ihr. Und dieser Strahl hat immer mal wieder so fette Beulen, also so eine Energieverstärkung, sodass größere Explosionen auftreten. Ihr seht, wie Flammen dazukommen, also wie zwei Flammenstrahlen wahrscheinlich aus ihrem Arm alles vor euch eindecken, ne? Und wie dann auch wieder diese lang von Feuer angetriebenen Dinger auf den Boden stürzen und einzelne Explosionen ganze Bäume in Flammen aufgehen lassen. Also da ist einfach ein riesiger Kafkaesker Albtraum, der sich da vor euren Augen aufbaut. Und Ornia ist genauso beeindruckt wie ihr wahrscheinlich. Sieht aus, als hätte sie das mit dem Aufhalten ernst genommen, oder? Ja. Wenn ihr irgendwie reagieren wollt, könnt ihr das jetzt machen. Naja, nachziehen halt. Also ich glaube, also wir zumindest die reiten, fokussieren sich so sehr aufs Reiten. Also ich würde es, glaube ich, so sehen. Frederika stürmt, hält sie aber auf und ihr stürmt weiter hinterher. Als ihr merkt, dass auf dieser langen, breiten Landstraße, dass sich euch zwei Ritter entgegenstellen mit ihren Pferden, dass sie auf euch zugestürmt kommen. Offensichtlich wurden die dafür abgestellt, sich euch entgegenzustellen. Was tut ihr? Euch kommen zwei Ritter mit Schwertern entgegengeritten. Ich sag Ferald, er soll sich ducken und ich zieh mit meinem Schwert so durch die durch. Ja, ich würde, also Ferald würde versuchen, so zu reiten, dass wir möglichst nah genug kommen, dass wir angreifen können. Und dass er von einer Seite möglichst schwingen kann auch irgendwie, also dadurch genau. Okay, habt ihr Skills, auf die ihr werfen könnt? Ferald zuerst? Ausweichen wahrscheinlich, halt bei seinem Schlag mit oder das reinreiten. Um 15 erschwert durchs Reiten. Okay. So, ich hab Nahkampf. 2. Um 15 erschwert durchs Reiten, Hermann. Hast du geschafft, Steffen? 2. Ich hab's geschafft, 57. Gut. Ihr kommt nah, du willst durch beide durchziehen, Hermann. Ich will durch beide durchziehen, ich habe dieses riesen Claymore. Dann würfle noch, ja, okay, ja, stimmt, das ist eine mächtige Waffe, okay. Ja, ihr schafft es, du ziehst durch beide durch und trennst ihre Oberkörper jeweils von den Unterkörpern ab und sie krachen ins Dickicht. Ornia, beeindruckend, ruft sie dir im Reiten zu. Und dann jetzt weiter! Ja. Dann wendet ihr euch wieder eurem Ritt zu. So, ihr stürmt voran und schließlich erreicht ihr eine Lichtung, die nicht immer eine Lichtung war. Offensichtlich, also hier ist alles verbrannt, hier ist einfach ein riesiger schwarzer Kreis. Hier und da reitet ein herrenloses Pferd rum, da ist eine verbrannte Leiche, hier sind die Reste eines Pferdes. Also offensichtlich hat Frederika hier ordentlich gewütet. In einiger Entfernung seht ihr Anton Kriewalds Rücken, der noch versucht, Frederikas blauem Strahl auszuweichen. Also er schafft es noch und sie fliegt die ganze Zeit so hinter ihm her und versucht ihn so in Krutt und Boden zu strahlen. Ornia und Friedrich sind ihm am nächsten. Ihr könntet ihn schon irgendwie erreichen, mit Geschossen zum Beispiel. Was tut ihr? Ihr seht auf dem Arsch seines Pferdes, seht ihr so einen kleinen, in eine schwarze Decke gehüllten Körper. Friedrich möchte... er möchte den Schild werfen auf das Pferd. Okay.
Dann werfen Skill um 20er Schwert durchs Reiten. Er ist ja, Captain America. Also ich nutze mein Zielen-Skill. Ja. Ich, mit 20er Schwert, okay. Und würfel eine 1. 99. Oh shit. Crit Fail. Crit Fail? Ja, Crit Fail. Er wirft ihn den Fiolna an den Kopf. Wahrscheinlich, oder Frederica. Klassiker. Der Schild knallt an Frederikas Kopf. Dong. Ja, also du triffst Frederica, die in dem Moment direkt über ihm ist und ihn jetzt getroffen hätte mit ihrem Strahl, beziehungsweise sein Pferd, und du triffst sie aber am Hinterkopf und sie macht so eine schnelle Kreisbewegung, dreht sich so und kracht dann mit voll Karacho in den Boden und bleibt da stecken. Du siehst nur noch ihre Beine aus dem Boden ragen. Und da sie gerade gestrahlt hat, gibt es eine riesige Explosion und der ganze Boden um sie herum, wie bei einem Erdbeben, stürzt ein. Da ist so ein riesiges Loch und sie wird unter der Erde dieses Loches begraben. Verdammt, Frederica! Nee, es ist schon passiert. Ja, ist gut. Kann ich was machen? Hab gerade überlegt, meinen Geistesblitz zu nutzen, aber... Kannst du machen, Steven. Aber du hast es schon ausgespielt. Ja, also dafür sind sie ja... Du kannst es machen, das ist der Sinn eines Geistesblitzes. Genau. Ach so! Ja, ja, genau, dafür sind sie da. Dann nutze ich meinen Geistesblitz, weil das ist... Okay, um 30 erleichtert. Ja, das ist... Also quasi um 10 erleichtert, weil es ja nochmal durch 20 erschwert ist. Ja. Komm schon, gib mir nicht noch 99. Okay, 35. Jetzt ist es erfolgreich. Okay. 100, es passiert genau gleich. Ich dachte, man muss nämlich den Geistesblitz, man muss davor entscheiden. Nein, danach. Also du kannst der ist extra dafür da, deswegen hast du ja so wenig nur. Okay, genau. Ja. Okay, das Pferd trifft, das Schild trifft das Pferd, das kurz aufheult, aber Anton treibt es weiter an, aber der Körper stürzt runter. Oh, Pest und Verdammnis! Er guckt zu euch und scheint zu überlegen. Mich mal den Schild raus. Er springt von seinem Pferd, greift in seinen Mantel und läuft auf euch zu. Ornia kommt zum Stehen, springt von dem Pferd und läuft mit den Krallen auf ihn zu. Was tut ihr? Ihr kommt alle zum Stehen. Stürmt ihr Ornia hinterher? Ich stürme Ornia hinterher, ja. Wir sind ich jetzt... versuche sogar schneller als sie zu sein. Okay, wir sind jetzt angekommen, ne? Ja, also Ferald würde... mit auf dem Pferd seitlich bleiben und gucken, dass er schnell halt, wenn irgendwie die Situation gebraucht ist, dahin reiten kann. Aber jetzt... Okay. Also möchtest du Anton entgegenreiten? Ja. Oder auf Höhe von Ornia bleiben? Genau, okay, genau. Gut. Steven? Ja, Friedrich schließt sich Ornia und Hermann an. Also. Okay. Ornia macht schwere Schritte mit ihren Armen, mit ihren Krallen, die so hinten sind wie Flügel, macht sie auf Anton zu, der ihr grinsend entgegenkommt mit seiner Hand im Mantel. So wirklich schweißbedeckt sein Gesicht, also er ist nicht ganz selbstsicher, was jetzt passiert. Aber sie stürmt ihm wirklich entgegen, sie knirscht ihre Zähne fast so sehr, dass Friedrich es hört. Ihre Augen brennen vor Hass. Meine Familie! Osrin! Mirella! Meine Kinder! Und stürmt auf ihn zu und versucht ihn anzugreifen. Und Anton versucht abzuwehren. Sie schwingt ihre Krallen und er weicht aber mit Leichtigkeit aus und greift nach ihrem Arm. Oh, kleine Rothaarige, ihre Bedollerin. Etwas ruhig, ich habe mir doch noch gar nichts getan. Nichts, was ich dir nicht auch tun würde. Greift ihr unter ihren Hals und hebt sie so hoch. Also sie hängt und der Typ ist kleiner als sie. Er hebt ihren ganzen Körper hoch und drückt ihr den Hals zu. Friedrich ist fast neben ihr. Was tust du, Friedrich? Ferald kann jetzt losreiten, wenn er möchte. Mhm. Zu ihm, um ihm zu helfen. Ja. Friedrich, ja. Friedrich versucht... er versucht, ihn anzugreifen. Den Degen habe ich noch, oder? Ja, den hat mir Fiona, Ornia Frederica hat ihn dir, Ornia hat ihn. Oder Frederica, ja. Okay, dann greife ich ihn mit dem Degen an, um Ornia zu befreien. Tu es! Eins! Okay, sehr gut. Gut. Du stichst durch seinen Arm. Sag mal, was passiert denn hier? Mistkerl! Er schlägt mit seinem rechten Arm nach dir. Willst du abwehren? Dein Degen steckt in seinem Arm. Und er blutet. Und hat offensichtlich Schmerzen. Sein Gesicht ist schweißgetrieft. Ornia fällt zu Boden und muss kurz husten. Was tust du? Sein rechter Arm schlägt nach dir.
Danach kommt Ferald bei ihm an. Ich will nicht abwehren, ich will meine Hand an dem... Ich will meine Hand an dem Degen lassen. Nicht abwehren, nicht ausweichen. Okay, ja. Allgemeinwert? Ja, Allgemeinwert. Ja, ich hab nichts mit... Ja, muss auf Handeln würfeln. 73. Die Hand trifft dich voll am Gesicht und ballert dich weg. Der Typ hat eine Kraft, die man ihm nicht zutraut. Du fliegst in den Dreck und kriegst 2 W10. Das 16 Schaden, bitte. Das ist ordentlich, ja. Oh, Ferald kommt bei ihm an. Du siehst, wie er da steht. Ornia vor ihm kniet. Friedrich ist weggeflogen. Was tust du? Ich komme bei ihm an. Er hat noch den Degen im Arm stecken. Okay, komme ich frontal an oder komme ich von der Seite von hinten? So ein bisschen rechts von ihm. Okay. Er würde sozusagen, also Ferald würde vom Pferd in der Nähe runtergehen, ja. Sein Skalpiermesser nehmen. An die Klinge etwas von dem Betäubungsmittel machen. Mhm. Und versuchen, an diese Stelle vom Arm reinzuschlagen noch. Reinzustechen. Mit welchem Oder Stil? Ihn mit zum Messerkampf. Ein 20er Schwert. Das sind jetzt 3 Aktionen, die du versuchst. Ich kann auch versuchen, das nacheinander sich das vorzubereiten. Dann bereitet er erstmal diese Betäubungssache vor. Ja, dann sieht und er dann dich aber. Ist er dann später erst dran. Also das passt doch. Das muss nicht alles in einer Runde passieren. Ist okay, du willst es erst vorbereiten. Ja. Okay, du springst ab und er sieht dich. Ah, du jetzt auch noch? Und er geht mit dem Degen auf dich los und greift dich an. Was tust du? Ich versuche auszuweichen. Okay, tu das. 97. Der Degen bohrt sich in deine Brust rein. Ah! Und du brüllst vor Schmerz und kriegst Die 10. Neun Schaden. Und gehst in die Knie und er lässt den Degen in dir stecken. So. Aber jetzt zu meiner Hauptangelegenheit. Und er dreht sich wieder um und geht auf Ornia zu. Hermann, letzte Chance. Was tust du? Wie weit bin ich weg? Wenn du eine smarte Aktion machst, kannst du in dieser Aktion zu ihm gelangen. Wenn du einfach nur losrennst, dann... Also schon eine Aktion weit. Vielleicht so 30 bis 40 Meter. Scheiß Anton! Entscheide Scheiß dich jetzt! Anton! Naja, das schrei ich. Okay, willst du das mit irgendeinem Skill paaren? Ja, mit Bedrohen. Okay, um 10er Schwert. Nee, um 10 erleichtert. Er bemerkt dann das Claymore deiner Hand. 40, genau 40 gewürfelt, passt. Geschafft? Ja. Ach, was? Er dreht sich dir zu und in dem Moment schießt Ornia hoch und will ihm die Kralle in die Brust rammen. So, Mathe Meme einblenden lassen. So. Ich muss nicht rechnen. Nein, einfach wegen die ganzen Gedanken durchgehen, was da alles jetzt durch deinen Kopf läuft. Sie versucht ihn mit der Kralle anzugreifen, aber er schafft es, ihren Arm wegzudrücken. Er packt sie im Hals und hält sie nochmal hoch. Dann greift er sich mit der linken Hand in die Manteltasche. Ornias Augen treffen auf Friedrichs Augen. Sie guckt dich lange an mit geweiteten Augen. Anton holt ein schwarzes Eisen aus seinem Mantel, drückt es unter ihr Kinn. Drückt ab und es knallt. Stimmt. Er hat das Geistesblitz. Ja, also Frederica ist eigentlich fein, das war dann Frederica sieht das und versucht ihn aufzuhalten. Sie versucht ihn mit dem Schnellfeuergewehr zu stoppen. Als der Schusshagel kurz bevor er bei ihm ankommt plötzlich stoppt, sich das Ding irgendwie verhakt und ihr rechter Arm explodiert und zerfetzt wird. Sie schwebt da so und weiß nicht genau, was mit ihrem rechten Arm ist. Genau. Ornias blaue Augen bohren sich in Friedrichs. Er hält ihr dieses schwarze Eisen unters Kinn und dann drückt er irgendwie ab und dann explodiert das Ding und Blut spritzt aus ihrem Kinn und aus ihrem Oberkopf und ihr Blick wird starr.
Anton zieht das Eisen unter ihrem Gesicht weg und Ornia klappt in sich zusammen und stürzt auf den Boden mit dem Gesicht in den Dreck und ihre blauen Augen bleiben offen in dein Friedrich. Und Anton lacht. Funktioniert ja wirklich. Und das Mädchen meint, ich soll verrückt sie eine Hexe zu nennen. Ich lasse sie euch, ich hab was ich brauche. Aber wir kommen wieder. Für eure kleine Puppe. Genau, mit dem Messer sozusagen. Du darfst drauf würfeln und seine Abwehr wird um 20 erschwert, weil er gerade richtig arrogant ist. 2. 98. Gut, was greifst du an von ihm? Da, wo halt die Haut offen ist, wo sozusagen das Messer halt mit war und ja. Da schleide ich halt sozusagen mit rein. Okay, du triffst die... Sein Arm baumelt so runter, also er baumelt runter wie ein Stück Fleisch. Ein kleines Abschiedsgeschenk! Er drückt seine Hand in dein Gesicht, mach mal bitte einen Abwehr-Ausweichwurf, irgendwas in die Richtung. Was hast du gewürfelt? 24? Er hat ja eine 23, aber ja, für... Du triffst ihn mit dem Betäubungsmittel ins linke Auge. Nicht ganz durch den Schädel, aber doch ins linke Auge und schlitzt ihm das ganze linke Auge weg. Dein Dolch bleibt da hängen. Oh. Scheiße. Und er klappt vornüber und kracht in den Boden und bleibt vor Ornia liegen. Der Typ ist down und das Pferd reitet davon. Diese Situation ist beendet. Fjolna ist bei euch, Anton von Krewald ist ausgeschaltet, aber Ornia liegt ausblutend auf dem Boden. Frederika kommt zum Stehen mit einem Arm und ihr alle versammelt euch um Ornia. Ich würde Friedrich jetzt das Handlungsrecht geben. Sie liegt mit aufgerissenen Augen vor dir. Friedrich guckt benebelt, teilweise unüberrascht auf dem Boden. Ich wusste es. Ich wusste es, dass sowas passieren würde. Es war nur eine Frage der Zeit. Ich kann wohl wirklich nicht alles haben. Und ein Glück ist mir auch nicht gegönnt. Nicht. Ornia. Was mache ich hier? Mir ist das alles so egal. Eigentlich will ich gar nicht hier sein. Ich wollte nur ein ruhiges, entspanntes Leben. Jemand, der mich liebt. Und du! Guckt Frederika an. Du. Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Gott, ich hasse dich. Das ist gerechtfertigt, Friedrich. Ich hätte sprich das nicht verhindern. Mit mir. Nein, nein, sprich nicht mit mir. Du bist kein Mensch. Ich hätte das verhindern nein. sollen. Bitte hör auf. Du hättest es nicht verhindern können. Ornia ist ein Mensch und das kannst du nicht nachvollziehen, weil du keiner bist. Sie ist tödlich. Sie ist sterblich. Aber Friedrich, Ornia. Nein, 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 nein. Frederika ist ein Etwas. Sie hat kein Leben. Sie besteht nicht aus Fleisch und Blut. Man kann ihr nicht mit einem Messerstoß die Eingeweide aufschlitzen, so wie Ornia. Man kann ihr nicht den Kopf implodieren lassen, so wie Ornia. Die versteht das nicht. Die versteht das nicht. Und die ganze Zeit versucht er, sie zu verteidigen, immer wieder und wieder. Und wofür? Wofür? Um die Welt zu retten, um die Welt zu verändern. Nein. Ihr wisst nicht, wie es ist. Wenn man immer wieder was verliert. Ihr wisst nicht, wie es ist. Immer wieder Menschen zu verlieren, die ihr liebt. Menschen! Nicht Frederika, Menschen! Ferald geht zu Frederikas Seite, aber schon seit einiger Zeit, wo er redet. Ich wollte nur nicht unterbrechen. Und nimmt sie so ein bisschen an der Hand und sagt ihr leise zu, also so, dass er es halt ein bisschen nicht mitbekommt. Gib ihm etwas Zeit. Er muss das noch verarbeiten. Sie guckt dich an. Ich sollte gehen.
nicht, am besten nicht jetzt. Bleib trotzdem bei uns. Lass uns einfach zusammen erstmal woanders hingehen, notfalls. Aber bleib trotzdem bei uns. Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss dorthin. Das ist meine Bestimmung. Aber ich will dich nicht auch noch verlieren. Lass uns, wenn, bitte zusammen gehen. Skill. Überzeugen, oder? Was du möchtest. Ja, er wird es versuchen zu überzeugen, genau. 84, nicht geschafft. Sie legt ihre weiße Hand auf deine Wange. Die Zeit mit euch war besonders für einen Freund. Aber jetzt ist es Zeit, meiner Bestimmung nachzukommen. Leb wohl. Und sie schießt weg in den Himmel. Und komm nie wieder. Friedrich geht langsam zu Ornia, kniet vor sie nieder, nimmt die Klauen ab und legt sie sich an und streichelt über ihr Gesicht, nimmt etwas von ihrem Blut und schmiert es auf seine Wange. So warm. Ihre Augen sind immer noch aufgerissen, ne? Hermann setzt sich daneben und nimmt Friedrich so in den Arm, aber er sagt nichts dabei. Ferald kommt dann langsam auch ihm entgegen, kniet sich auch mit zu und gibt ihm auch zumindest, also lehnt sich auch so mit rum, ihm versucht ihn auch zu beruhigen. Sie war wie eine Mutter für mich. Sie hat sich gekümmert. Sie hat mich geliebt. Es ist okay, es ist nicht eure Schuld. Es ist nicht eure Schuld. Ihr könnt nichts dafür. Ihr habt alles getan, was ihr konntet. Nur kurz out of character. Fjolnir ist immer noch im Prinzip so ein schwarzer Sack auf dem Arsch eines Pferdes, oder? Nein, nicht auf dem Arsch eines Pferdes. Sie liegt auf dem Boden. Ach so. Okay. Ich muss gehen. Ich muss hier weg. Dann lass uns Ich will nicht mehr bei euch sein. Lass uns aber zumindest vorher noch Fjolnir holen. Und was dann? Wollen wir sie mitnehmen? Mitnehmen auf diesen Folterweg. Auf den Weg zum bitteren, garantierten Tod. Nein, das lasse ich nicht zu. Nein. Dann kann sie aber wenigstens Fjolnir das selbst entscheiden. Nein. Fjolnir kommt mit mir. Und ich werde alles dafür tun, dass sie mit mir kommt. Und wenn ihr das nicht wollt, dann kämpft gegen mich. Es ist mir egal. Fjolnir kommt nicht mit. Sie kommt mit mir. Steffen, wenn du daran noch was ändern willst, müsstest du einen Skill gegen ihn einsetzen. Den er auch abwehren kann. Ja. Er würde sie erstmal Abstand von ihm nehmen und würde erstmal zu Fjolnir gehen und sie da raus aus diesem Sack befreien. Ja. Sie ist blass, sie ist schweißgetrieft, aber sie wirkt äußerlich nicht verletzt. Ist sie bei Bewusstsein oder bewusstlos? Ihre Augen sind geschlossen. Friedrich rennt zu Fjolnir, legt seine Hand auf ihre Wange. Oh Gott. Okay. Und, sorry, ganz kurz, sie hat rote Abdrücke überall am Kopf. Oh nein. Oh Gott, was hat er mit dir gemacht? Kein Blut. Oh Gott, ja, er streichelt so über die Abdrücke. Oh Gott, was hat er getan? Dieses Monster, oh nein. Der versucht sie so hochzunehmen. Das ist übrigens ein irisches Lied. Ja. Versucht sie hochzunehmen und er möchte auf ihre Bedolisch was sagen. Um 30 erleichtert. Soll ich schon sagen, was er sagen möchte, oder soll ich erst ja. Er möchte sagen, ich krieg das wieder hin. Dann würfel ich mal. 30 erleichtert. ...58 nicht geschafft. Dir steckt ein Kloß im Hals. Du kriegst keine Worte raus. Ferald, kann ich noch was machen? Ja, klar. Ja, natürlich, sorry.
Ich nehme die Seile und das ganze Zeug, mit dem Fjolna geknebelt war, und knebel damit Anton. Das war gerade das, was ich. Und dann fange ich an, ihn auf dem Pferd zu laden. Ja. Eins ist noch da, beziehungsweise eure sind alle noch da. Ja, schaffst du. Das wollte gerade Feral vorschlagen. Sehr gut, dass du es machst. Okay. Friedrich. Ah ja, kurz gerne. Er sagt trotzdem einfach das so. Er sagt das nicht zu Friedrich nur direkt, sondern zu uns allen so mit. Wir müssten noch Osrin holen. Er liegt hinten immer noch versteckt. Dorf, ja. Wir müssten wieder zurück und ihn noch holen. Ihr seid weit nördlich des Dorfes in Dunkelheit. Deswegen würde er langsam auch zu einem der Pferde gehen und sich da draufsetzen. Und begleitet ihr mich? Wir müssen immer noch Osrin holen. Ich bin mir... Und das sagt er explizit in die Richtung von Friedrich, ohne ihn anzugucken. Ziemlich sicher, dass Onya das in ihrer Interesse hätte. Dass es Osrin gut geht. Und dann bereitet er sich langsam mit dem Pferd in die Richtung vor zurück. Er atmet tief ein. Guckt und wartet auf den anderen. Und er sagt... Nein. Als egoistischer Dieb geboren. Und als egoistischer Dieb sterbe ich auch. Ich muss weg. Ich muss weg. Steffen, willst du ihn daran hindern? Ich weiß nicht, ob er dafür jetzt gerade bereit wäre. Musst du nicht, ich frag nur. Aber was machst du denn dann jetzt, Steven? Er würde zumindest sagen, ich würde es mir wünschen, wenn wenigstens wir in all dem Ganzen hier zusammenhalten. Ob ich danach auch noch eine Familie habe, weiß ich nicht. Ich würde, wenn es geht, euch nicht verlieren wollen. Das ist das Letzte, was er sagt. Und dann wartet er noch kurz eine Minute und ansonsten wird er sich auf den Hermann, du darfst natürlich auch sonst noch was zu Steven sagen, wenn du möchtest. Nee, also ich hab da nicht wirklich was zu sagen. Tatsächlich ist es so, dass Hermann da keine Einwände hat. So, das ist im Prinzip eine Frage. Fand Friedrich nur was Scheiße. Nein, gar nicht. Das Ding ist, er respektiert seine Entscheidung. Ja. Also, ich bin tatsächlich sogar kurz davor, ein Pferd zu nehmen und in Richtung Frederika zu reiten. So, weil ich sehen will, wie das ausgeht. Okay, ich gebe erstmal Steven die Chance, sich jetzt zu entscheiden, bleibst du oder gehst du? Und wenn ja, wohin? Ich gehe, aber er nimmt Ornias Leichnam mit, um sie begraben zu können. Oder das ist seine Intention. Und er legt sie aufs Pferd. Und er legt Fjolna aufs Pferd. Und er steigt aufs Pferd. Und ist natürlich die Frage, wo er hinreitet. Warte mal, muss ich mal einen Blick auf die Karte werfen. Solange kann Hermann mir sagen, möchtest du mit Feral zum Dorf oder möchtest du doch Richtung Norden, Richtung Rosenadel? Naja, also ich nehme das Pferd, wo Anton drauf ist, und dann reite ich Richtung Norden. Willst du noch vorher irgendwas mit Feral kommunizieren? Oder sieht er das einfach? Also, ich gehe natürlich nochmal zu Feralt. Feralt. Ja, er wartet dort auf dem Pferd, genau Richtung Dorf, und guckt dann zu dir, so also ein bisschen halb runter, wenn er dich sieht. Wir haben echt viel durchgestanden. Du warst immer ein guter Freund für mich. Und ich bin wirklich froh, dass wir uns kennengelernt haben. Ich möchte auch, dass du dich um Osrin kümmerst. Das ist definitiv die beste Idee. Ich stimme allerdings auch Friedrich zu, dass er Fjolna in Sicherheit bringen sollte. Ich werde Anton nehmen und mich auf in Richtung Norden machen und dann schauen wir mal weiter. Ich möchte sehen, wie das zu Ende geht. Ja, Frederika braucht bestimmt auch Hilfe. Sonst übernimmt vielleicht. Naja, Frederika. Richtig. Sorry, sonst, war gerade woanders. Alles gut, sonst übernimmt vielleicht die erste Stimme wieder. Was du wissen solltest, ist, sie hat
zwei Stimmen in sich. Eine Stimme, die auf Befehle hört und die nur gehorcht und Code ausführt, und eine andere, die etwas ähnlicher wie wir ist. Wenn sie dich jemals irgendwie fragen sollte, auf welche sie hören sollte, sag ihr bitte immer die zweite. Falls wir uns vorher nicht mehr sehen sollten. Okay. Das werde ich machen. Vielen lieben Dank, reitest dass du los? In meinem Leben warst. Sorry, tut mir leid, will nicht drängen. Vielen lieben Dank, dass du in meinem Leben warst. Wir werden uns wiedersehen und dann halte ich ihm so die Hand hin, so. Also wir können jetzt nochmal den hier machen. Ja, und er nimmt die Hand von unten und greift sie ein mit. Und er klemmt ganz stark die Hand zu. Auf dass wir uns wiedersehen. Wir schaffen das schon, Ferald. Mach dir keine Sorgen. Dann nimmt er ihn nochmal so in den Arm. Ja, ich wollte gerade sagen, er steigt doch kurz ab und umarmt dich und greift dich ganz stark. Und laufen auch Tränen runter, er weint auch. Bleib am Leben. Du auch, Ferald. So, und ich weine tatsächlich nicht, also Hermann ist tatsächlich sehr ernst. Er ist recht ernst in der Situation. Er guckt dich an, er gibt dir einen Blick. Weil er hat tatsächlich nur ein Ziel, Frederica da rauszuholen. Ja, und Ferald weiß das auch. Ja, das geht doch mit ihm. Steigt er langsam wieder auf das Pferd mit drauf. Gib doch einen Blick hinten zu Friedrich. Hermann. Und reite dann zurück zum Fluss. Okay, Ferald Richtung Süden. Hermann, reitest du jetzt tatsächlich los? Ja, ich nehme das Pferd, wo Anton hinten drauf ist. Friedrich, du hättest noch entweder die Chance, den beiden irgendwie Lebewohl zu sagen oder noch was zu sagen, mit ihnen mitzureiten oder jetzt auch deiner Wege zu gehen. Was tust du? Ich möchte den Zweien so abwinken und auf ihre Bedollisch sagen, auf dass wir uns wiedersehen. Um 50 erleichtert. Okay, jetzt muss es doch klappen, komm schon. Crit Fail, ihr Hurensöhne! Vor allem, wir würden eh das wahrscheinlich... Das ist eine 1! Warte, das Screenshot ich. Das ist eine 1! Sehr gut. Es ist schön, dass du das auf uns auf ihre Bedollisch sagst, aber so genau kann man das, glaube ich, gar nicht steuern. Das ist ja nicht wichtig. Aber es ist ein Crit-Erfolg. Vielleicht verstehen wir dann trotzdem durch das, wie du es sagst, immer noch dadurch... Ja. Dadurch, dass er es euch jetzt gesagt hat, dass das seine letzten Worte an euch sind, entwickelt ihr ein leidenschaftliches Interesse an ihrer Bedollich, nicht zuletzt durch Ornias Einfluss, und ihr kriegt ab jetzt, ihr habt jetzt den Skill, der nicht auf den Allgemeinwert zählen darf, plus 20 ihre Bedollich. Mhm. Auf Wissen, ne? Oder auf Sozial? Wissen. Und das bitte nur reinschreiben, ja, plus 20, na so nicht Allgemeinwert. Loser Skill, ja. Und dann, wohin gehst du, Steven? Das muss ich wissen. Kann ich es noch sagen? Ja, oh, sorry, ja. Was wolltest du sagen? Auf dass wir uns wiedersehen. Und Feral dreht sich einmal noch zu dir um und lächelt einfach, weil er zwar nicht ganz das verstanden hat, aber im Gefühl ungefähr versteht, was du ihm sagen willst, und kann er die Zukunft gucken? Er hat es auch noch gar nicht gesagt. Lächelt dir. Achso, ich dachte, du hast es gesagt. So, hier. Also. Okay. Ach, das war jetzt du. Jonasku Mubalfimit Lecher Ari. Und er reitet mit Sonnenuntergang. Das ist irisch, nicht arabisch, ich sag's doch. Ja, ich hab noch nicht irisch gesprochen in meinem Leben, weil es sich das anhört. In welche Richtung reitest du davon? Ich würde hinreiten, ja genau, Richtung Süden, ja. Okay. Gut. Ihr alle reitet eure Wege. Ihr habt heute so viele heldenhafte Siege errungen. Ihr habt Fjolna scheinbar fast unbescholten zurückbekommen. Ihr habt den Grafensohn selbst gebrandmarkt und in eurer Gefangenschaft. Ihr habt Waldengrün vermeintlich zur offenen Rebellion aufgerufen, die sie wahrscheinlich auch gewinnt, anhand der paar Ritter, die Anton nur dabei hatte.
Ihr habt jedoch auch Frederika verloren und ihr habt Ornia, die jetzt in diesem kurzen, aber prägnanten Abenteuer immer an eurer Seite war, an den Grafensohn verloren. Und eure Wege trennen sich das erste Mal, werdet ihr euch länger nicht sehen, das erste Mal seit ein oder zwei Sommern, dass sich eure Wege auf diese Art und Weise trennen und ins völlig Ungewisse gehen, was jetzt passiert, was jetzt mit Frederika passiert, was jetzt die Grafen tun werden, was jetzt Anton von Krierwald und was Eckhold von Schwartendampf tut, wenn er dann merkt, was da los ist, wie Fjolnir reagieren wird, wie Osrin reagieren wird, all das ist ungewiss. Und das kann nur der Morgen bringen. Damit endet diese Runde von Blue Friend. Genau, also das ist einer dieser berühmten Story-Strings, die Steffen damals immer mitbekommen hat, wo die Helden dann nichts machen können. Sie werden einfach von mir in diesem Story-Schlauch durchgedrückt. Wo ich dann im Endeffekt auch aufgehört habe, einfach den Boss anzugreifen, weil ich weiß, finde gerade die Transition zur nächsten Stage statt. Genau. Also, warum soll ich meine Spells verwenden? Ja. Genau, ich hatte Steffen dann immer mal noch in den Bosskampf gefragt, willst du ihn jetzt auch noch angreifen nach den drei anderen? Und es war sowieso egal, weil es eh schon zur nächsten Phase übergeht. Ja, ich mach einen kleinen Schlag drauf. Irgendwie so, das war halt, ich habe all meine Okay, Skills es reicht noch, genau. Ja. So. Ich aber, ja. Ja, es kann halt auch mal... Es gab heute viele positive Crits und negative Crits auf beiden Seiten. Absurd also viele. Überraschend viel. Ja. Das war... Gegen die Musketiere und Eckhold habt ihr euch super geschlagen. Also wirklich, da seid ihr richtig gut davon gekommen. Ich hätte eigentlich erwartet, dass ihr euch viel mehr vom Leder zieht. Aber ihr hattet halt auch Frederika und Ornia, die richtig durchgekrittet haben. Also das war dieses Pferdeding, das war Story-Schlauch. Ich wollte, dass ihr jetzt auf diesem Fall diese Verfolgung startet. Wenn die Player mit dir argumentieren, dass sie was nicht können und du versuchst, was durchzukriegen, dann kriegen sie sehr wahrscheinlich mit, dass da gerade ein Story-Schlauch läuft. Ich hab schon gemerkt, dass ich sehr stark getroffen bin. Und Audio so, what the fuck? Ihr könnt reiten? Ja. Ihr könnt reiten? Ja, offensichtlich. Schau, das ist auch sein erstes Mal. Hat der Game Master so gesagt? Sagte er auch, während er reitet und Hermann um ihn herum hinten lang schlägt und er ausweicht. Das Pferd perfekt steuert dem Pferd. Das Signal gibt den Kopf zu senken. Ihr müsst bedenken, das Pferd ist auch ausgewichen. Ja, weiß ich ja. Und dann und zwei andere einfach durchtrennt auf anderen Pferden. Das hätten sie schon 10 Jahre geübt. Mit einer Waffe, die er jetzt zum ersten Mal in der Hand hat. Die doppelt so groß ist wie er. Ja. Ich finde das aber schon